Einen schönen guten Abend, liebe Motorsportfreunde, und ein herzliches Willkommen bei der GT Challenge von Virtual Racing e.V. beim heutigen Saisonauftakt aus Laguna Seca. Wir sind hier für das erste Rennen dieser neun Läufe umfassenden Meisterschaft und werden also heute hier das erste Rennen live auf SimRace TV streamen. Wir haben ein fantastisches Starterfeld beisammen mit beinahe 40 Fahrzeugen. Da haben sich viele Interessenten gefunden auf dieser GT3-basierten Meisterschaft. Ausgangspunkt ist die Blancpain Endurance Series, die hier mit GT3-Fahrzeugen also nachgefahren wird. Wir haben eine ganze Menge von Traumsportwagen und wir haben ein hochklassiges Starterfeld. Also da ist wirklich richtig was geboten heute. Es wird richtig rund gehen, das kann ich versprechen. Und dann hoffen wir also, dass wir heute hier einen richtig spannenden Auftakt zu dieser faszinierenden Meisterschaft sehen. Wir fangen dann mal die ersten Bilder von der Strecke ein. Wir befinden uns hier noch im freien Training. Geht es hier nicht allzu wild zur Sache. Allerdings haben wir natürlich jetzt hier schon mal ein erstes Bild, wie sich die ganze Sache hier darstellt. Und der schnellste Mann, das ist momentan Johannes Scheuerle, der in einem Porsche unterwegs ist mit der Startnummer 27. Versucht den gerade mal hier rauszufischen. Ist jetzt natürlich zu Beginn der Saison alles noch nicht ganz so einfach, da wir uns jetzt erstmal an die Skins hier gewöhnen müssen. Das ist der Viertplatzierte, Ulrich, der hier in einem Audi R8 unterwegs ist. Und hier haben wir ihn, den schnellsten Mann, Johannes Scheuerle, unterwegs in seinem Porsche 997 GT3 R vom Team NeatRacing.com. Er ist also ja einer der vielen, vielen Favoriten, die wir hier heute haben. Zweite Position, Moritz Kranz, einer der Serienadmins in seinem BMW Z4. Und auf der dritten Position folgt zum jetzigen Zeitpunkt Patrick Müller vom Team Korfahrenbacher EZ Racing. Moritz Kranz, das sei noch nachgereicht, für das Team BRM unterwegs oder BRM. Das ist also jetzt sein Team, mit dem er hier antritt. Ja, und das sind also mal die Top 3. Auf der vierten Position hat sich jetzt eingefunden Giusa, der hier gerade aus der Box rausfährt in einem weiteren Korfahrenbacher Ferrari. Danny Giusa, der wurde hier im Vorfeld von einigen Experten als einer der Podiumskandidaten gehandelt und der macht hier also diesen ganzen auf jeden Fall mal alle Ehre. Dann also fünftschnellster Martin Ulrich in seinem Audi R8. Sechste Position, das ist Marco Blech, den wir hier in seinem Porsche mit der Startnummer 13 sehen. Sehr auffälliges Fahrzeug. Siebte Position ist dann Dorian Waschkowski. Den kennt man aus der VR, aus diversen Ligen. Ist unter anderem in der heiß umkämpften VRTCC einmal Champion geworden. Und auf der achten Position folgt dann hier im Aston Martin Marco Saupe. Bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, dass hier noch die Zeit von Ulrich gerade unten eingeblendet ist. Das jedenfalls ist Marco Saupe in seinem Aston Martin V12 Vantage. Neunte Position ist dann Raphael Stadelmann. Wobei wir da jetzt auch gerade nicht bei Stadelmann drauf sind, sehe ich gerade. Also da hat es gerade irgendwie die Reihenfolge wieder nicht so ganz gestimmt. Das könnte damit zusammenhängen, dass hier Moritz Kranz sich gerade auf die erste Position geschoben hat und dadurch sich das Ganze verändert hat. Also Moritz Kranz, neue Bestzeit und zweitschnellster in diesem Moment Alexander Voss, der Teamkollege von Patrick Müller im Team Korfahrenbacher EZ Racing. Also die haben es heute richtig auf die vorderen Plätze abgesehen. Plätze 2 und 3 jetzt auf jeden Fall schon mal. Ulrich dann auf der 4. Ich vermute mal, da muss jetzt noch mal gerade der Schnellste vom Server gegangen sein. Das könnte nämlich sein, weil Johannes Scheuerle plötzlich komplett hier fehlt in der Auflistung. Ja, und da ist er auch schon wieder. Also jetzt stimmt das Ganze wieder. Johannes Scheuerle ist wieder da. 1:20.913. Das freie Training ist rum und jetzt geht es also in die nächste Session. Das Qualifying, 30 Minuten stehen auf dem Programm. Es gibt ein Escape-Verbot
Und was wir hier sehr schön sehen, private Session, man sieht die anderen, doch, man sieht die anderen Fahrzeuge. Ich hatte mich gerade schon gewundert. Also, man sieht die anderen Fahrzeuge und damit geht es jetzt los. Also, 3,6 Kilometer stehen hier zur Verfügung auf dem Mazda Raceway. Das ist natürlich jetzt nicht allzu viel für 37 Fahrzeuge. Das heißt also, dass hier sich durchschnittlich 10 Fahrzeuge auf einen Kilometer tummeln. Das ist natürlich enorm. Also das ist eine ganze Menge Fahrzeuge, die jetzt hier auf entsprechend kleinem Raum getummelt sind. Und das macht die ganze Sache dann natürlich auch entsprechend schwierig. Vor allem jetzt im Qualifying, wo es darum geht, eine freie Runde zu erwischen. Das ist jetzt erstmal das Allerwichtigste, dass man das überhaupt hinbekommt. Und das wird nicht allzu einfach sein. Da sind ja dann hin und wieder mal Fahrer auf einer Outlap unterwegs oder sind gerade ihrerseits auf einer schnellen Runde, fahren aber eben nicht so schnell wie man selber. Und da gibt es hunderte von Möglichkeiten, was da schief laufen kann. Also da sind wir auf jeden Fall ja, mal gespannt, wie das Ganze jetzt hier ausgehen wird. So, hier sind wir bei einem der zahlreichen Aston Martin drauf. Auf dem Live-View ist das leider gerade nicht so ganz zu erkennen, welches Fahrzeug das da genau ist. Das wird sich im Laufe der Saison dann natürlich so ein bisschen eintriggern. Und hier jedenfalls sehen wir mit der Startnummer 3 Moritz Kranz den gerade eben zweitschnellsten. Und ich glaube, Scheuerle ist schon wieder geflogen. Kann das sein? Denn jetzt steht Kranz wieder auf 1. Also wenn jetzt Scheuerle geflogen sein sollte, wäre das natürlich eine mittlere Katastrophe für den. Er wird mir aber hier zumindest auf dem Zeitenmonitor noch angezeigt. Nee, also er ist nicht runtergeflogen. Dann wurde hier nur mal von R-Faktor die Reihenfolge gerade so ein bisschen durcheinander gebracht. Das kann jetzt durchaus vor dem Qualifying passieren. Das sollte natürlich gleich dann nicht der Fall sein. Und jetzt geht's also los mit Moritz Kranz. Eine Runde auf dem Mazda Raceway, erbaut 1957, umgebaut 1988. Über die Ziellinie, durch Turn 1 den Berg hier hoch. Vollgas, schnellstes Stück, anbremsen, genau hier, wo die Auslaufzone anfängt, in die Andretti, Hairpin, Turn 2. Zwei Scheitelpunkte, die macht zum Schluss nochmal zu. Deshalb kann man sich da weit nach außen tragen lassen in der Mitte der Kurve. Kurz zwischenbeschleunigen, hoch in den vierten Gang, runter in den dritten für Turn 3. Eine 100-Grad-Rechtskurve. Und der schließt sich eine weitere, noch etwas schnellere Rechtskurve an. Das ist Turn 4, durch die wir jetzt durch sind. Aufpassen, dass man da nicht zu weit nach links auf den Dreck gerät. Das bremst ab. Zwischenbeschleunigen und unter dieser Brücke Anbremspunkt für die überhöhte Kurve 5. Da hat man richtig schön viel Grip und zu weit rausgerät, Moritz Kranz hier am Ausgang. Und jetzt Turn 6, eine ganz wichtige Kurve durch die Kompression hindurch. Da kann man noch ein bisschen mehr Curb mitnehmen. Und jetzt geht es richtig den Berg hier hoch. Was für ein Bergaufstück. Durch Turn 7 hindurch und jetzt steht die legendäre Corkscrew auf dem Programm. Der Korkenzieher sich reinfallen lassen hier in das Loch Turn 8 und 8a. Dem schließt sich dann an die Rainy Curve eine langgezogene Linkskurve im dritten Gang gefahren. Auch hier aufpassen, dass man nicht zu weit rausgerät. Das war gerade schon knapp. Turn 10 nochmal eine dritte Gang-Rechtskurve, schön durch eine Kompression hindurch. Man merkt da richtig, wie man da Grip auf die Räder bekommt. Und dann anbremsen. Turn 11 nochmal runter in den ersten oder zweiten Gang, je nach Übersetzung. Und dann rausbeschleunigen auf die Zielgerade. Und wir kriegen die erste Zeit. Moritz Kranz 1,22, 1,25. Das ist noch langsamer als das, was wir vorhin von Johannes Scheuerle gesehen haben. Aber das war jetzt auch erstmal der erste Anlauf, den wir hier gerade gesehen hatten. So, normalerweise sollte uns jetzt eigentlich eine Zeit hier angezeigt werden, bei Fahrzeugen auf der Strecke, nur leider ist das nicht der Fall. Wahrscheinlich haben wir da gerade versehentlich irgendwie das Tool dahingehend abgeschaltet. Kann jetzt auch nicht sagen, wie man das genau einstellt. Jetzt haben wir zum Beispiel mal wieder eine Zeit. Das ist Julian Dauber, den wir hier gerade im Bild haben. Ebenfalls einer der vielen Porsche-Farnbacher EZ-Piloten. Und jetzt neue Bestzeit kommt rein von Patrick Muller mit 1,21,874. Dann schaue ich mal gerade schnell nach, was denn Johannes Scheuerle jetzt macht. Haben wir den schon auf der Strecke? Der ist zunächst mal, wird er mir gar nicht mehr angezeigt. Der ist aber definitiv noch auf dem Server drauf. Also der kann jetzt nicht geflogen sein, weil vorhin war er noch da. Aber jetzt
ist mir der Name Scheuerle hier auf dem Zeitenmonitor auch nicht mehr drauf. Nein. Also Scheuerle scheint geflogen zu sein. Oh, das wäre natürlich jetzt eine ganz dramatische Situation. Wir haben Daniel Scheuerle auf der 8. Position. Das ist der Bruder von Johannes. Jetzt auf die 9 zurückgereicht worden, aber von Johannes Scheuerle jetzt nichts zu sehen. So, das Tool zeigt uns weiter Julien Dauber an. Kann das sein? Ah ja, wir müssen die Fahrer direkt anwählen mit der Tastenkombination. Dann macht das TV-Tool mit. Also, das ist mal das Erste, was wir hier lernen. Ulrich kommt gerade an die Box. Martin Ulrich steht da momentan auf der 4. Position. Dauber gerade auf die 5 gegangen. Hier im Bild jetzt Marco Blech, der auf der 8 momentan liegt und seinerseits eine schnelle Runde in Angriff nimmt. Das geht jetzt ziemlich hintereinander weg. Die Rundenzeiten sind hier sehr schnell und wir haben zum Beispiel gerade Verbesserungen von Alexander Voss, dem Zweitplatzierten, der allerdings jetzt die Box aufsucht nach 2 persönlich besten Sektoren. Damit hätte er gleich mal die Führung übernommen. Nächster wäre Moritz Kranz. Kann er sich verbessern? Der hat nämlich 2 PBs durchgebracht und beschleunigt jetzt auf die Zielgerade raus. Also Achtung, Moritz Kranz. Könnte jetzt in Führung gehen? Nein, da hat er ganz viel verloren hinten heraus. Also Moritz Kranz bleibt hier erstmal auf der 3. Position. Hatte allerdings 2 PBs gefahren, dann im 3. Sektor aber 18. verloren. Das heißt, da muss er einen Fehler gemacht haben und dann... wird er wohl entsprechend verlangsamt haben. Aber der erste ganz große Knaller, Johannes Scheuerle, runtergeflogen vom Server, der mit Abstand schnellste aus dem freien Training, ist hier nicht mehr vertreten. Der kann jetzt also gleich joinen, aber das heißt für ihn, dass er gleich das 45-Minuten-Rennen von der letzten Position aus in Angriff nehmen muss. Das ist natürlich jetzt ein Knaller und das verspricht einen riesen Spannungsfaktor. Das ist natürlich jetzt riesig frustrierend. Der hat sehr, sehr viel Arbeit hier reingesteckt. Ja, und dann sowas. Da kann einem das Schicksal ganz schnell einen Strich durch die Rechnung machen. Da kann man jetzt nicht viel machen. Da steckt man nicht drin in der Materie. Auch Formel-1-Fahrer haben technische Probleme, wenn sie überlegen in Führung lagen. Man frage mal Mika Häkkinen, der da in Barcelona in der letzten Runde mal ausgefallen ist. Also, ja, da wird viel Arbeit dann leider zunichte gemacht. Wir gehen jetzt das Feld einmal durch, sofern jetzt Zeiten gesetzt wurden. Das geht natürlich jetzt alles richtig schnell und es wird da schwerfallen, alle mal einzufangen. Trotz allem jetzt mal ein kleiner Walkthrough hier. Patrick Müller ist der schnellste Pilot momentan in seinem Ferrari 458 Italia. Führt das Feld hier momentan an mit einer Zeit von 1:28.874. Auf der 2. Position liegt dann mit einem Rückstand von einer halben Zehntelsekunde sein Teamkollege Alexander Voss, 1:21.924. Dritter ist Moritz Kranz, den wir gerade schon gesehen haben in seinem BMW Z4 GT3. Momentan 1:22.018. Dann ein Abriss von 3 Zehntelsekunden hin zu Martin Ulrich, der mit seinen hier die Audi-Fahnen hochhält und mit seinem R8 LMS GT3 Ultra momentan auf der 4. Position liegt. 5. Position ist Julien Dauber von Corp Farnbacher Esit in einem weiteren Ferrari 458. Dann Felix Kranz, Teamkollege und Bruder von Moritz Kranz. 7. Position Daniel Danny Giusa, ein weiterer aus dieser riesigen Fraktion von Corp Farnbacher Esit Racing im Ferrari. Gefolgt von Michael Geißler. Da sind wir aber dann bereits schon im Bereich von 1:23 Einsatzzeiten, also schon über eine Sekunde Rückstand. Geißler hier im Porsche 997 und da hat gerade den Moritz Kranz zerlegt. Bei der Boxeneinfahrt. Moritz Kranz steht jetzt hier erstmal, hat da ein paar Teile verloren, kriegt das Fahrzeug aber wieder in Gang gesetzt. Und er darf jetzt auf dem Boxenplatz Escape drücken. Das heißt also Glück im Unglück für Moritz Kranz, einen der Top-Favoriten, dass er hier weitermachen darf. Marco Saupe auf der 9. Position, weiterer BMW Z4. Saupe, ein ganz bekannter Fahrer bei Virtual Racing e.V. Er fährt eigentlich so ziemlich alles, was da im R-Faktor-Bereich angeboten wird. Und er ist unterwegs für das BRM Senior-Team.
also der Ableger des Teams, in dem auch die beiden Gebrüder Kranz unterwegs sind. 11. Position, auch ein bekannter Name, Sascha Kappel. Der hat kein spezielles Team, er ist ein Einzelstarter und ist hier im Ferrari 458 unterwegs. 12. Position, Raphael Stadelmann, hier im Audi R8. Er ist unterwegs für das Team UERT Racing. Momentan seine gefahrene Zeit 1:23.412. 13. Position, Peter Neuendorf. In einem Porsche 997 hat sich da gerade mal schön eines Außenspiegels entledigt, dass er da in Turn 11 gerade ausgerutscht ist. Neuendorf unterwegs für Roadrunners auf Porsche. Ist da der Teamkollege von Jochen Diekenbrock, den wir gleich noch ins Bild nehmen werden. Daniel Scheuerle, gerade schon angesprochen. Da sind wir falsch. So, hier sind wir, Daniel Scheuerle. Er ist also der Bruder von Johannes und muss jetzt hier entsprechend die Fahnen für dieses Team erst einmal hochhalten. Leadracing.com, BMW Z4, sein Fahrzeug. Und er steht da momentan bei einer Zeit von 1:23.744. Gerade auf die 9. Position nach vorne geschoben hat sich da Michael Geißler. Und jetzt ist wieder einer geflogen. So, der gerade eben 6. Platzierte ist vom Server geflogen. Deshalb sind jetzt alle eine Position aufgerückt. Ich kann jetzt nicht sagen, wer da gerade auf der 6. Position gelegen ist, denn die Disconnects werden mir leider auch auf dem Zeitenmonitor hier nicht angezeigt, obwohl sie es eigentlich sollten. Jetzt sind also alle einen Platz nach vorne gerutscht. Also wir sehen schon, es gibt hier einige technische Probleme bei diversen Fahrern. Also der gerade 6. Platzierte ist vom Server runtergeflogen. Und das bringt nochmal zusätzliche Dramatik rein. Zwischenzeitlich hat sich Alexander Voss an die Spitze gesetzt. Der ist jetzt bei 1:21.435 angekommen. Und der Disconnect, das kann ich verkünden, Florian Waschkowski. Der ist gerade vom Server geflogen, also Waschkowski leider runter. So, wir sind jetzt hier weiterhin bei unserer Fahrerfahrzeugvorstellung. Das ist René Beitz in seinem RS Racing Aston Martin V12 Vantage. Steht jetzt nach dem jüngsten Disconnect erst einmal auf der 14. Position mit 1:23.749. Bin mir jetzt nicht sicher, ob die Fahrer ihre Zeiten behalten, wenn sie dann im Warm-up wieder drauf joinen. Das würde natürlich bedeuten, dass dann Waschkowski oder kann auch sein, dass der früher geflogen ist, dass jedenfalls derjenige, der da gerade diesen Disconnect hatte, dann seine Position wieder einnimmt. Das kann natürlich bedeuten, dass alle dann wieder einen zurückfallen. Also, das war René Beitz. Hier sehen wir Jan Frischkorn im Porsche 997 GT3 R. Und direkt hinter ihm liegt dann Andy Wilmink in einem weiteren Audi R8 LMS GT3 Ultra. Wilmink ist unterwegs als ein Ersatzfahrer. Der hat also kein spezielles Team angemeldet mit der Startnummer 50. Bleibt erstmal bei seiner Zeit von 1:23.773 stehen. Daniel Scheuerle hat sich gerade verbessert und auch Raphael Stadelmann, allerdings haben sie ihre Positionen gehalten. 17. Position, sofern sie aufgerufen werden kann. So, da haben wir sie. Das ist nicht G-User, der ist 7. So, da sind wir richtig. Thomas Kinder, momentan bei 1:23.9, unterwegs auf Porsche. Er ist ebenfalls ein Einzelstarter, hat da kein spezielles Team gemeldet. 18. Position ist Franz Hückstedt. Hier unterwegs in einem sehr markanten Audi. Er ebenfalls als Ersatzfahrer gemeldet, hat kein spezielles Team angemeldet. So, dann sehen wir hier noch ein neues Fahrzeug, den Nissan GT-R, R35 GT3. Gesteuert von Alex Humler, dem legendären Streckenbauer, der auch an dieser Strecke hier mit beteiligt gewesen ist. Ist bekannt unter dem Pseudonym Com8 und hat sehr viele Strecken für R-Faktor und auch für die Simbin-Simulation mit entworfen.
und fährt also hier auf einem Nissan GT-R. So, da vorne hat sich gerade der Kollege Hückstedt gedreht. Er steht da jetzt erst einmal etwas ungünstig in Turn 6 am Eingang der Rahal Strait. Oh, Markus Hart, ebenfalls abgeflogen in seinem BMW Z4. Er hat da diesen Reifenstapel am Ausgang von Turn 11 getroffen. Markus Hart gehört also hier auch zu den BMW-Piloten, sein Team MHR. Und er hat sich da gerade bei seiner Frontpartie entledigt. Bei diesem Abflug muss jetzt eine ganze Runde zurücklegen, um dann dieses Qualifying noch weiter in Angriff nehmen zu können. 15 Minuten stehen jetzt noch auf der Uhr, die Hälfte ist also rum. 21. Position, Markus Studer unterwegs auf einem Aston Martin V12 Vantage für das Team RS Racing 3. RS Racing hier mit sehr vielen Teams vertreten und der beste von denen hat sich gerade auf die 9. Position geschoben, René Beitz mit 1,23,128 gerade auf Rang 9 gefahren. Hinter Studer auf der 22. Position liegt Marc Wienecke vom Team Fastlane Racing. Er ist der Teamkollege von Alex Humler, zu erkennen an den grünen Außenspiegeln in seinem Nissan GT-R. 23. Position, wieder einer ohne Team, Pierre Uhlenbrock, den hatten wir gerade schon mal kurz im Bild gehabt. Er fährt auf Porsche, momentane Zeit 1,24,300. 24. Position, Ulrich Dönnecke, auch ein bekanntes Gesicht in der Virtual Racing Community. Ein weiterer Porsche, den er pilotiert. 25. Position ist Uwe Grunenberg, den wir hier im Bild haben. Er ist, den hatten wir gerade schon mal im Bild, ist auch unterwegs für dieses Team VRT Racing. Und unterwegs in einem an alte Lotus-Fahrzeuge angelehnten Design. Robert Hiener, auch das ein Name, den man aus diversen VR-Ligen kennt. Er ist hier unterwegs in einem der Aston Martin von RS Racing. Er fährt für das Team 2, zu erkennen an den orangen Abklebungen. Normalerweise kann man den auch etwas weiter vorne erwarten. Er steht momentan bei 1,25,235. Also vielleicht geht es für ihn noch ein bisschen nach vorne. 27. Position, Marc Herzig, 1,25,412. Auch er ist unterwegs in einem BMW Z4, von denen wir hier einige haben. Für das Team MHR ist dort der Teamkollege von Markus Hart. 28. Position, Dirk Wilke, ein weiterer Aston Martin von RS Racing. Das ist das Team 3, zu erkennen an den blauen Abklebungen. So, 29. Position, wir nähern uns dann so langsam dem Ende des Feldes. Jochen Diekenbrock, hier in seinem Porsche, den hatten wir ja gerade schon mal angesprochen, als wir den Peter Neuendorf angesprochen haben. Die beiden fahren für das Team Roadrunners. Und dann 30. Position, der letzte momentan in Wertung, ist Gerold Pfeiffer in seinem BMW Z4. Ziemlich markantes Design, er ist allerdings nicht in dem Team gemeldet, sondern als Einzelstarter. Ja, und irgendwie ohne Zeit oder abgeflogen, was auch immer, vielleicht hat er Escape gedrückt, Daniele Bonaventura, einer der Ersatzstarter, der heute in das Grid reingerutscht ist, ist hier also derzeit ohne Zeit geblieben. Damit sind wir jetzt das Feld fürs Erste einmal durchgegangen. Wir haben an der Spitze nicht allzu viel verpasst, allerdings hat sich dahinter so ein kleines bisschen was getan. Marco Blech hat sich gerade auf die 7. Position wieder nach vorne geschoben, nachdem er kurz mal von Michael Geisler verdrängt worden war. Und auch außerhalb der Top 10 hat es gerade gerappelt. Raphael Stadelmann ist auf die 11. Position gefahren, hat sich da um 37.000stel vor Sascha Kappel geschoben und liegt 33.000stel hinter Marco Saupe. Also extrem dichte Abstände hier, das gesamte Feld hindurch. Außer an der Spitze, da hat also Alexander Voss wirklich einen Riesensatz hingelegt. Jetzt hat sich zwar gerade Patrick Muller hier nochmal verbessert, aber wir sehen diesen Rückstand, den er da hat. 14. Sekunden, also das ist ein gigantischer Abstand, der da gerade vorherrscht.
Und vorne sind in der Tat also die Abstände am größten. Kranz hat dann einen Abstand von 1,5 Zehntelsekunden. Und Dani Giusa dann noch einmal knapp 2 Zehntel. Und dann wird es so richtig eng. Julien Dorba liegt auf der 5. Position, derzeit um 6.000stel hinter Giusa. Dann sind es 52.000stel zu Felix Kranz. Das sind mal drei, die hier ganz eng zusammenliegen. Und hier sehen wir jetzt, glaube ich, eine Diskrepanz. Ja, das bedeutet, dass Felix Kranz also einer derjenigen waren, die ein Disconnect hier hatten. Allerdings wird er mir nach wie vor hier angezeigt, auf der 6. Position liegend. Hier allerdings jetzt momentan auf 6 geführt ist, ja, ist Ulrich. Der steht aber komischerweise wiederum nicht mehr auf meinem Zeitenmonitor. Ja, das gibt manchmal so kleine Probleme, wenn es Disconnects gibt. Also Martin Ulrich wird jetzt hier gerade auf der Position geführt. Auf meinem Zeitenmonitor steht da momentan Felix Kranz. Das kann aber nur bedeuten, dass Kranz geflogen ist und Ulrich trotzdem aber nicht auf dem 6. Platz angezeigt wird. Nur so kann ich mir das momentan erklären. So, Ulrich nimmt jetzt eine schnelle Runde in Angriff. Wir schauen mal, Bestzeit im ersten Sektor. Also, der da mal richtig gut getroffen. Leider kann ich jetzt hier natürlich nicht auf dem Zeitenmonitor schauen, ob das eine persönliche Verbesserung war. Denn natürlich sind die Sektoren hier auch etwas unterschiedlich ausgelegt. In Sektor 1 haben wir einen sehr harten Bremspunkt und dann zwei mittelschnelle Kurven. In Sektor 2 sind die Kurven nochmal etwas schneller und dann steckt da und dann kommt diese Corkscrew und da sehen wir, eine halbe Sekunde verliert der Audi da im zweiten Sektor. Marco Blech verbessert sich gerade in der Zeit, aber nicht in der Position. Daniel Scheuerle schiebt sich gerade auf die 14, hat Alex Humler, der sich zuvor seinerseits verbessert hat, da ebenfalls ein bisschen zurückgeschoben. Und wir sind immer noch onboard bei Martin Ulrich, der gerade in Turn 10 so ein kleines bisschen rausrutscht und jetzt Turn 11 anbremst. Durch diese enge Kehre hier hindurch und jetzt raus beschleunigen, kommt weit raus da, bis auf diesen Teppich, der dahinter der Begrenzte hinter den Curbs noch angebaut ist. Es ist eine 22.3 in diesem Umlauf. Das bedeutet weiterhin die 6. Position. Also keinerlei Verbesserung hier in diesem Umlauf. Aber diese Bestzeit in Sektor 1, die ist schon ein bisschen überraschend. Das heißt also, dass entweder der Audi da sehr stark oder der BMW Z4 entsprechend schwach ist. Ersten Sektor. So, dann schaue ich mal, ob wir hier jemanden derzeit mit Verbesserungen haben. Wir haben vorne Alexander Voss, der gerade sehr nahe an seine Zeit herankommt. Geht gerade rüber, verpasst sie aber um 25.000stel Sekunden. Und ja, gerade reingefahren Marco Saupe auf die 9. Position. Marco Saupe zurück in den Top 10. Hat sich um 1.000stel dahinter Michael Geister einsortiert. 1.000stel trennen die beiden jetzt. Also da hat Geister richtig Glück gehabt. 1,22,785 zu 7,86 bei Saupe. Das war eine knappe Geschichte. Allerdings bleibt es also erst einmal dabei, dass Geister hier auf der 8. Position bleibt. Trotzdem toller Erfolg für Sauber, es hier in die Top 10 zumindest mal vorläufig zu schaffen. Aber da sind natürlich noch einige, die das ebenfalls drauf haben. Sascha Kappel. In diesem Umlauf wird es dem allerdings nicht gelingen. Dafür eventuell dahinter Peter Neuendorf auf der 12. Position. Boah, da haben wir jetzt eine Menge Lecks. Oh, der ist gerade wohl vom Server geflogen, wie es aussieht. Peter Neuendorf scheint der Nächste zu sein, den es da erwischt hat. Oder er hat Escape gedrückt. Wenn er das, in jedem Falle ist die Qualifikation für ihn jetzt vorbei. Also, das war gerade einmal Escape in Action. Wir sind jetzt hier bereits in der Schlussphase dieses Qualifyings. Und gerade eben ist die erste Zeit von Daniele Bonaventura reingekommen. Der hat sich auf die 25. Position geschoben. Zwischen Pierre Uhlenbrock und Marc Herzig. Geißler verbessert sich jetzt gerade. Jetzt ist es also nicht mehr 1.000stel zu Saupe. Jetzt sind es 67. Allerdings hat das erstmal an der Reihenfolge nichts geändert. In der Spitzengruppe momentan keinerlei Verbesserungen. Da können wir dann mal wieder so ein bisschen weiter durchschauen, ob wir da jemanden derzeit mit grünen Zeiten auf dem Zeitenmonitor vorfinden. Markus Hart hat sich gerade leicht verbessert. Marc Wienicke auf der 22. Position. Der könnte jetzt gleich hier eine PB setzen. Schauen wir mal.
Er hat zurzeit 53.000 Rückstand auf Franz Hückstedt vor ihm. Geht jetzt über die Linie. Gibt es da eine Verbesserung? 20. Position. Ja, er schiebt sich erst einmal nach vorne, verdrängt damit Hückstedt und auch Markus Hart. Und hat seinerseits Thomas Kinder vor ihm um nur eine tausendste Sekunde verfehlt. Also ganz knappe Geschichte auch hier. So, dann versuchen wir mal die Unterscheidungsmerkmale dieser ganzen Chorfahrzeuge noch durchzugehen. Also Alexander Voss, orangener Außenspiegel, Patrick Müller, grüner Außenspiegel. Das sind auch zwei echte Teamkollegen, fahren für ein Team und holen hier also momentan wirklich das Maximum heraus. Dani Giusa hat da eine rote Abklebung und ich glaube auch, dass der Heckflügel noch entsprechend eingefärbt ist. Ja. Also, da kann man die so ein bisschen voneinander unterscheiden. Julian Dorbert, der ist auffällig mit seinen lila Abklebungen. Ja, und das sind also erstmal die vier Chor-Farnbacher EZ-Fahrzeuge, die da ganz vorne liegen. So, viele Fahrer haben jetzt nochmal für den letzten Angriff gerüstet und gehen jetzt noch einmal raus. Also diese Bestzeit von Alexander Voss, die wird wahrscheinlich keiner mehr antasten. Interessant aber ist, dass Moritz Kranz sich mittlerweile ganz nah rangefahren hat an Patrick Müller. Und jetzt auch in Sektor 2 hier eine sehr gute Zeit gesetzt hat. Also Moritz Kranz, das könnte eventuell jetzt reichen, um sich hier in die erste Startreihe zu schieben. Kann er den Chor-Farnbacher EZ Express da vorne knacken? Nein, das kann er nicht. Oh, das kann er bei Weitem nicht. Da ist noch irgendwas vorher passiert, bevor wir da auf ihn draufgegangen sind. 1,24,2. Also keine Verbesserung von Kranz in diesem Umlauf. Der bleibt also erst einmal auf der dritten Position, ist der einzige in diesen vier Chorfahrzeugen ganz da vorne drin. Das ist also wirklich schon interessant, dass das jetzt hier so krass sich entwickelt hat, dass da also ein Team dermaßen dominant auftritt. Intern ist das allerdings noch etwas umstritten. Dani Giusa zum Beispiel muss noch fürchten, dass Julian Dorber an ihm vorbeigehen könnte. Da sind nämlich nur 5000stel Sekunden zwischen den beiden. Und Ulrich ist dann auch noch nicht abgeschlagen. Der liegt nur ganze 60.000stel dann zurück. Also auch da würde eventuell noch was gehen. Sehr schön zu sehen hier, dass wir unterschiedliche Kamera-Cycles aufgebaut haben. Bringt so ein bisschen Abwechslung dann da rein. Wir sehen das hier, fest installierte und dann so ein paar mitschwenkende. Das wechselt dann immer wieder hin und her. Alexander Voss nicht auf einer schnellen Runde. Aber in den Top 10 ist auch nicht allzu viel los. Einerlei Verbesserungen. Wir haben jetzt auf der 10. Position Daniel Scheuerle, der sich da vor kurzem reingeschoben hat. Der hat noch eine kleine Verbesserung, wird allerdings gerade von einem Aston Martin da vor ihm aufgehalten. Da denke ich mal, wird sich das mit der Verbesserung erledigt haben. Ja, erreicht die Zeit hier nicht so ganz. 2 Minuten jetzt noch auf der Uhr. Kranz ist an die Box gekommen. Wenn er jetzt schnell rausfährt, kann er noch eine Runde schaffen. Daniele Bund, oh, da steht einer mitten auf der Strecke. Konnte jetzt gerade nicht so schnell sehen, wer das war. Ich war nämlich gerade auf dem Zeitenmonitor und der zeigt uns an, dass Daniele Bonaventura mit einem utopischen Topspeed, den uns das Tool hier einblendet, gerade sich auf die 15. Position nach vorne geschoben hat. Und interessant bei ihm ist, oh, 14. Position, wieder einer geflogen. Also wir haben einen weiteren Disconnect und zwar denjenigen, der gerade auf der 14 war. Der ist jetzt auch runter vom Server. Jetzt sind nur noch 30 Fahrzeuge, ursprünglich waren es 37. Das zeigt also, dass das hier alles ja, vielleicht doch so ein bisschen an die Kapazität dieses Games oder dieses Servers geht. Da haben wir also einige, die hier runterfliegen. Bonaventura, da ist das Interessante, dass er diese Zeiten alle am Stück fährt, die er hier momentan abliefert. Der scheint also gar kein wirkliches Qualifying-Setup zu fahren, sondern hier erst einmal mit dem Rennsetup auch das Qualifying zu fahren. Und dafür verkauft er sich wirklich nicht schlecht.
Da hat eine Verbesserung reingekommen von Danny Diusa. Der hat sich jetzt ein bisschen abgesichert gegenüber Julian Dauber. Hat jetzt einen Vorsprung von 1,5 Zehntelsekunden. Angesprochener Dauber verbessert sich jetzt in Sektor 1, allerdings auch nur um 0,001 Sekunden. Moritz Kranz ist auch nochmal rausgegangen. Alle bis Platz 9 sind momentan draußen. Also die gesamten Top 10 bis auf Daniel Scheuerle versuchen es noch einmal. Das heißt also, das letzte Wort ist hier noch nicht gesprochen. Allerdings tippt die Uhr jetzt runter. Danach dürfen natürlich noch angefahrene Runden zu Ende gefahren werden. Dauber hat in Sektor 2 an Zeit verloren. Momentan keiner, der dabei ist, sich hier groß zu verbessern von diesen 9 Teilnehmern aus den Top 10, die jetzt noch unterwegs sind. Der letzte Anlauf von Julian Dauber, das war nicht optimal, rutscht da so ein bisschen in Turn 11 hinein und ich glaube, damit hat sich das jetzt schon erledigt. Die sollten jetzt nämlich hier alle durch sein. Dauber bleibt auf der 5. Position. Wer kann jetzt noch? Martin Ulrich, nein, keine Verbesserung, 1,5 Zehntel Rückstand auf die PB. Marco Blech hat noch viel mehr Rückstand. Da bliebe noch Moritz Kranz, hat der es geschafft, noch eine schnelle Runde in Angriff zu nehmen. Oh, Martin Ulrich, aus dem Nichts fährt er sich auf die 6. Position. Ja, wo kam das denn jetzt her? Der hat in allen 3 Sektoren keine persönliche Bestzeit gefahren auf dieser Runde und trotzdem die PB aber mal richtig runtergeschraubt auf 1,22, 1,41. Oh, der hat insgesamt 2 Zehntel auf dieser Runde liegen gelassen und diese 2 Zehntel, die hätten ihn auch noch vor Danny Diusa gebracht. Also er hat hier quasi so einen Platz verloren. Von Moritz Kranz kommt nichts mehr. Das dürfte es jetzt so langsam gewesen sein. Hier hinten könnte sich jetzt noch das ein oder andere verschieben. Aber größtenteils sind die Fahrer jetzt durch. Der letzte, der jetzt von einer schnellen Runde kommt, ist dieser Mann hier, Franz Hückstedt. Allerdings ist hier keine Zeit eingeblendet, deshalb scheint er auch nicht mehr schnell unterwegs zu sein. Damit sind alle durch. Reihenfolge steht jetzt erst einmal. Wir können das hier kurz einblenden. Da haben wir das also nochmal in der Übersicht. Pole Position also für Kornbacher, für Cor Farnbacher EZ Racing mit Alexander Voss und Patrick Müller. Also das war das Optimum hier. Startreihe 1 komplett in Ferrari-Hand. Dann Moritz Kranz und Danny Diusa in der 2. Startreihe. Da haben wir natürlich deutlich mehr Sprengstoff. Also da haben wir auch die Abkürzung für BRM, Bath Tube Riding Maniacs. Also das heißt dann so viel wie wir fahren aus der Badewanne oder in einer Badewanne. Also Moritz Kranz hier auf der 3. Position liegend. Dann der nächste von der Core-Fraktion, Danny Diusa für das Team 2 unterwegs. Martin Ulrich und Julian Dauber bilden die 3. Startreihe. Dann Marco Blech und Michael Geisler. Das ist eine Reihe Porsche Startreihe 4, die wir dort haben. Und die Top 10 werden komplettiert von Marco Saupe und Daniel Scheuerle. Geht dann weiter mit René Beitz, der sich auf der 11. Position letztlich einsortiert hat. So, und jetzt kommen noch die Fahrer, die Disconnects hatten. Und da wird sich jetzt einiges tun. Jetzt werden auch noch mal einige hier runter vom Server gehen. Deshalb wird sich jetzt alles hier komplett verschieben. Und damit stimmt diese Reihenfolge natürlich auch nicht mehr. Da ja jetzt alle, die runtergegangen sind, hier nicht mehr angezeigt werden. Und die werden dann auch im Warm-up hinten wieder einsortiert. Das heißt also, hier können wir jetzt erstmal mit der Reihenfolge nicht mehr weitermachen. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt zumindest mal die Top 10 hier durchgegangen. Jetzt steht also das Warm-up auf dem Programm, 10 Minuten. Und dann geht es gleich in das Rennen über 75 Minuten. Das wird auch einen Boxenstopp beinhalten. Die Frage ist, wie man mit dem Sprit hier vorgehen möchte. Man kann mit einem vollen Tank starten und dann je nach Fahrzeug entweder komplett durchfahren oder aber ein bisschen nachtanken. Das hängt von dem Fahrzeug dann ab. In jedem Falle sollten aber die Reifen gewechselt werden. Ohne Boxenstopp durchzufahren, das lohnt sich nicht. Deshalb gehen wir davon aus, dass wir hier also im Laufe des Rennens dann gegen Rennhälfte die ganzen Boxenstopp sehen werden. Es wird dann natürlich entsprechend die Reihenfolge zwischenzeitlich so ein bisschen durcheinander wirbeln.
Jetzt geht es also darum, in erster Linie mal die Abstimmung hier richtig zu finden für das Rennen, beziehungsweise gefunden, wieder hat man die schon. Es geht jetzt aber darum, sich in erster Linie mal umzugewöhnen. Denn jetzt kommt natürlich der viele Sprit wieder in die Tanks. Also es wird jetzt hier mit vollen Tanks gefahren. Entsprechend träger reagiert das Fahrzeug. Das ist dann gerade bei schnellen Nasswechseln wichtig, wie zum Beispiel in der Corkscrew. Oder dann auch im weiteren Verlauf von der Corkscrew das Umlegen dann in die Rainy Curve. Da gilt es jetzt natürlich, sich so ein kleines bisschen umzugewöhnen an das trägere Fahrverhalten. Wir werden das jetzt mal im Auge behalten, wer hier im Warm-Up, im Renntrim relativ schnell unterwegs ist. Allerdings ist die Aussagekraft bei den Zeiten im Warm-Up natürlich nicht so sonderlich hoch. So, das war gerade mal eine Runde mit Martin Ulrich, der jetzt hier erst einmal die provisorische Bestzeit mit 1:23.811 gesetzt hat. Natürlich sind die Zeiten jetzt etwas langsamer. Ja, Standortbestimmung ist angesagt hier beim Saisonauftakt. Allerdings ist es natürlich jetzt nicht unbedingt immer ganz aussagekräftig, die Reihenfolge nach einem Rennen festzulegen. Der Laguna Seca ist da schon eine etwas spezielle Strecke. Wir haben hier relativ wenige Geraden, beziehungsweise die Geraden sind sehr kurz. Die Strecke ist also eigentlich relativ eng. Das scheint hier vor allem dem Ferrari ziemlich gut entgegenzukommen. Aber natürlich wissen wir auch alle, dass dieses Team Core Farnbacher EZ Racing verdammt stark ist. Und ja, die haben hier also erst einmal richtig gut eingeschlagen. So, dann mal zu den Opfern der Disconnects, die wir hier zu beklagen hatten. Da haben wir unter anderem Jill Ritter, der hier im Team RS Racing unterwegs ist. Da sehen wir nochmal sein Fahrzeug. Er ist zu erkennen an den grünen Abklebungen. Dauert natürlich so ein bisschen, bis man sich dann da erstmal dran gewöhnt hat. Das dauert so ein paar Rennen, bis sich das alles einprägt. Das liegt natürlich in der Natur der Sache. Also Jill Ritter, der ja die VRTCC seit Jahren managt, ist hier also selber auch unterwegs und hatte nur leider jetzt Pech, gerade durch ein Disconnect. Florian Waschkowski hier im McLaren zu sehen. Jetzt sehen wir dieses Fahrzeug auch endlich. Der hatte ja auch gerade einen Disconnect, muss natürlich jetzt auch von ganz hinten starten. Der ist da also unterwegs im turbogetriebenen Fahrzeug aus Woking. Der McLaren MP4-12C ist ja in der reellen GT3-Meisterschaft dafür bekannt, dass er bei Regen relativ zickig ist. Das Problem haben wir hier natürlich nicht, denn Regen ist ja hier in R-Faktor bekanntlich nicht simuliert. Alexander Voss hat sich jetzt erst einmal an die Spitze gesetzt mit einer 1:22.604, ist damit allerdings nur eine Zehnte schneller gewesen als Marco Blech, der hier gerade mit 22.7 erstmal auf die zweite Position gefahren ist. Gehen wir nochmal weiter. Wen hatten wir gerade nicht gesehen? Das dazu zählt dann Martin Jata, der mir hier gerade eigentlich auf diesem 16. Platz angezeigt werden sollte, aber da steht jetzt Julian Dorber. Also das stimmt auch wieder so alles nicht so ganz, was hier das der Zeitenmonitor gerade ausspuckt. Aber gut, Hauptsache er stimmt gleich wieder. Das hängt jetzt natürlich mit diesen ganzen Disconnecten und wieder draufconnecten zusammen. Deshalb stimmen hier gerade die Positionen gar nicht mehr. Und deshalb ist es jetzt auch ein bisschen schwierig, die alle hier richtig zu finden.
Wir haben jedenfalls noch jetzt mit hier auf dem Server, der gerade nicht dabei gewesen ist. Ja, wo ist er jetzt schon wieder abgeblieben? Markus Studer. Wird mir momentan als 17. angezeigt. Ja, da haben wir ihn auch. Also Studer, der hatte vorhin auch einen Disconnect oder war zumindest da mal nicht drauf. Sind auch einige andere, die wir hier noch vorstellen müssen. Uwe Grunenberg zählt nicht dazu. Wen haben wir da noch? Gerold Pfeiffer, den hatten wir vorhin mal kurz vorgestellt. Dann ist er uns allerdings im Qualifying auch irgendwann abhanden gekommen. Ja, und dann natürlich Johannes Scheuerle, wobei der das jetzt auch nicht ist. Der steht auf der 22 laut Zeitenmonitor. Jetzt steht er erstmal auf der zweiten Position. Da haben wir ihn also. Ja, was ist da möglich mit dem Porsche? Er hat mit Abstand die schnellste Zeit im freien Training gefahren. Die wurde auch im Qualifying gerade nicht erreicht. Johannes Scheuerle muss jetzt also von hinten losfahren. Was geht da? Also es ist nicht so einfach hier zu überholen. Er wird natürlich jetzt einen dicken Hals haben. Bringt also ein bisschen Spannung in diese ganze Sache hier herein. Für ihn allerdings ist das natürlich eine sehr, sehr unangenehme Situation. Es ist deutlich enger gewesen als im Qualifying bis jetzt, da Alexander Voss wieder mit 1:22.390 einmal 1/13 eingeschenkt hat. Wollte gerade sagen, dahinter ist es eigentlich relativ dicht beisammen. 1:22.7 haben wir da zweimal Scheuerle und Blech. Blech erstaunlich stark. Dann geht es im 1:23er Bereich weiter. Danny Juser 1:23.080, Waschkowski 1:23.127, dann Moritz Kanz mit 1:23.04. Ist ein kleines bisschen enger zusammen, als das vorhin der Fall gewesen ist, aber jetzt hat sich da vorne der Alexander Voss wieder an die Spitze katapultiert. Dass das jetzt immer wieder mal ruckelt, das hat einen ganz speziellen Grund. Oh, Johannes Scheuerle, neue Bestzeit. Das hat einen ganz speziellen Grund, nämlich immer wenn einer auf den Server drauf connectet, dann passiert das, dass wir hier diese Ruckler haben. Warte ich momentan so ein bisschen für Jörg Spindler, auch das ein bekannter Name. Der ist ja eigentlich jetzt dabei gewesen, hier schon dreimal auf den Server zu kommen, ist aber jedes Mal wieder geflogen. Also der hat da jetzt ein bisschen Pech gehabt. So langsam geht uns die Zeit aus. Also jetzt muss man draufkommen. Spindler ist jetzt mal wieder da. Momentan nicht auf dem Server. Felix Kranz, Julian Dorber und Uli Landgraf. Im Falle Dorber wäre das natürlich jetzt richtig schlimm, wenn der hier nicht starten könnte. Und die Zeit tickt und tickt und tickt. Die läuft dem jetzt davon. Nur noch eine halbe Minute, um hier drauf zu kommen. Jetzt kommt gerade wieder einer drauf. Ja, Dorber ist zurück. Jetzt haben wir 40 Fahrzeuge hier drauf, also 39 Fahrer. Aber wieder geht's runter. Marvin Wild geflogen. Er und Martin Jata, auch zwei, die gerade noch nicht dabei gewesen sind. Allerdings kann ich gerade nicht rausfiltern, auf welchen Positionen die liegen. Jata wird auf dem zweiten Monitor als 22. angezeigt. Da liegt aber hier Gerold Pfeiffer. Da stimmen momentan die Positionen leider überhaupt nicht. Was wir aber vermelden können, ist eine neue Bestzeit von Johannes Scheuerle. 1:21.974. Oh, der will es aber richtig wissen. Ebenfalls vorhin geflogen war Patrick Müller. Das hatten wir auch verpasst. Aber der hatte meines Wissens, glaube ich, noch eine Zeit ganz am Anfang der Session gesetzt. Also es kann durchaus sein, dass die Reihenfolge gleich noch ein bisschen anders aussehen wird. Wir werden das jetzt gleich sehen. Natürlich wird auch die Rennleitung jetzt hier entsprechend die Fahrer dann wieder einsortieren, sollte das nicht automatisch von Airfactor erledigt werden. So, jetzt was hier losgeht. Nicht dabei. Martin Jata, Marvin Witt und Andy Wilming. Das sind die drei, die mal nicht dabei sind. So, und Müller, ja doch, den hatten wir auf der zweiten Position. Genau, das waren die beiden, die da diese Bestzeit gesetzt hatten. Zumindest mal die Top 10, die stimmen da soweit. Der Geisler war, glaube ich, zwischenzeitlich geflogen. Geht jetzt gleich in eine Einführungsrunde. Das Rennen ist auf 80 Minuten eingestellt. 5 Minuten davon sollen für die Einführungsrunde draufgehen. Wobei man da sagen muss, dass das dann wirklich eine sehr, sehr langsame Einführungsrunde wäre. Hier haben wir jetzt jedenfalls nochmal die Startreihenfolge. Wir können das jetzt auch in der Einführungsrunde nochmal durchgehen. Also das ist jetzt noch nicht der Start. Los geht's. Also Pole Position Alexander Voss. Zweite Position für Patrick Müller. Dritter Moritz Kranz.
Vierter Position Danny Giusa, fünfter Martin Ulrich. Dann folgt auf der 6. Julian Dorber. Siebte Position Marco Blech. Dann Felix Kranz. Blech gerade sehr stark im Warm-up gewesen, auf dem müssen wir auf jeden Fall ein Auge haben. Felix Kranz, 8. Position. Starker Auftritt hier vom Team BRM. Also da läuft es in der Badewanne richtig gut. Michael Geisler auf der 9. Position. Marco Saupe ist 10. So, dann war es ja so ein bisschen durcheinander gegangen. Daniel Scheuerle, 11. Position. Auf der 12. dann der beste Aston Martin in Form von René Beitz. Er lädt übrigens die Streams im Nachhinein immer bei YouTube hoch. Beitz also 12. 13. Position Sascha Kappel. Der hier als Einzelstarter in diesem markanten Ferrari dort unterwegs ist. 14. Position Peter Neuendorf. 15. Raphael Stadelmann. 16 ist Markus Hart. 17 Daniele Bonaventura. Wir haben jetzt. Na, was ist denn jetzt los? Nein, Daniele Bonaventura. Ah, da gibt's Lex. Da gibt's Lex. Deshalb bringen die immer wieder hin und her. Also Bonaventura startet von 17. Markus Hart 17. Und Alex Hunger, der startet von der 18. Position. Dann folgt Jan Frischkorn auf der 19 und Ulrich Dönnecke auf der 20. Das sei jetzt mal die Top 20 gewesen, denn das Feld begibt sich jetzt hier in die Grid-Formation und dann wird der Start gleich von Alexander Voss freigegeben werden und dann heißt es erst einmal Spannung in der ersten Kurve. Kommen die da alle gut durch Turn 2? Die Andretti Herpin, das ist natürlich ein Unfallschwerpunkt bei 36 Fahrzeugen, die das hier aufnehmen werden. Johannes Scheuerle übrigens wird aus der Boxengasse nachstarten. Und dann geht es jetzt gleich los. Voss, Müller und dann der Spannungsfaktor Moritz Kranz und ebenfalls noch da drin Martin Ulrich. Alles andere sind hier Core-fahrbare EZ-Fahrzeuge. Jeden Moment kann es jetzt losgehen. Saisonstart der GT-Challenge von Virtual Racing e.V. Jeden Moment geht es jetzt los, die beiden Core-Farnbacher Fahrzeuge immer noch in langsamer Fahrt. Los geht's! Start ist freigegeben und das Rennen stürzt sich jetzt in Richtung der Andretti Herpin. Doppelführung erst einmal gesichert. Kranz allerdings verliert da ein bisschen an Boden. Und jetzt geht es rein in die erste Kurve. Und Voss hat erst einmal die Führung vor Müller, dritte Position für Giusa. Oh, alle vier sind sie nach vorne gekommen. Julian Dorber war nämlich auch noch vorbeigegangen und dann erst Kranz und Ulrich. Oh, die haben wahrscheinlich einen Punkt ausgemacht, an dem sie das Rennen freigeben werden. Alle vier Farnbacher Fahrzeuge jetzt vorne. Oh, was für ein Bild. Also, Voss, Müller, Giusa und Dorber, das erstmal hier die Top 4. Und dann erst mit Moritz Kranz der Beste, der hier nicht aus diesem Rennstall stammt. Johannes Scheuerle übrigens ist gar nicht mehr dabei. Scheuerle ist draußen. Erster Ausfall, Johannes Scheuerle. Der Top-Favorit also schreibt hier gleich mal eine Nullnummer. Das waren ein paar Impressionen vom Ende des Feldes. Scheuerle ist also weg. Das war der Erste, der raus ist. 35 Fahrzeuge jetzt noch unterwegs. Und Kranz hat sich den Ersten geholt. Kranz ist vorbei an Julien Dorbar. Jetzt auf der 4. Position. Versucht jetzt also hier das Terrain wieder gut zu machen, was er da gerade eventuell verloren hat. Drei sind da vorne jetzt noch vor ihm. Voss, Müller und Giusa. Rutscht hier weit raus. Moritz Kranz weit rausgerutscht. Kann davon jetzt Dorber profitieren? Nein, das sieht nicht so aus. Erste Runde geht zu mit Alexander Voss in Führung. Und jetzt stürzt sich das Feld hier also durch. Mögliche Attacke hier von Dorber, aber der steckt zurück. Blick in das Feld, 10. Position, Michael Geisler wird gerade attackiert von René Beitz. Nein, das ist nicht René Beitz, sondern das müsste Marco Blech sein. Marco Blech ist das und davor Marco Saupe und Michael Geisler ist dann das dunkle Fahrzeug dahinter. Angriff hier von Blech auf Saupe. Versucht sich da innen rein zu quetschen, jetzt mehr Schwung mitzunehmen, aber hat jetzt gleich natürlich die Außenbahn. Ist er vor dem Bremspunkt schon vorne. Oh, Spätbremsaktion hier von Marco Blech. Was für ein Manöver da auf der Außenbahn. Oh, das war spektakulär. Marco Blech geht jetzt hier auf die 8. Position. Oh, super Manöver von ihm. Boah, da müssen wir aber mal richtig durchatmen. Jetzt da auf der Außenbahn durchgegangen. Konnte wesentlich später die Kurve anbremsen. Und das war gerade also wirklich vom Feinsten.
René Weitz auf der 11. Position momentan. Der ist gerade mal so leicht raus aus den Top 10. Verfolgt hier Michael Geisler, dahinter Daniel Scheuerle in diesem zweiten dunklen Fahrzeug. Und Blech hatte gerade so ein gutes Tempo und der ist jetzt auch schon dabei, sich in Richtung Felix Kranz aufzumachen, der momentan auf der 7. Position liegt. Da sehen wir also die Reihenfolge. Voss, Müller, Thuser, Kranz, Dorber, Ulrich, Kranz, Blech, Saupe, Geisler, das die Top 10. Nächste Runde in diesem Umlauf kam von Dani Thuser. Die drei Farnbacher Fahrzeuge nehmen sich da vorne erstmal nichts. Und auch Moritz Kranz bleibt da erst einmal richtig gut dran. Dann ein kleiner Abriss. Das sieht so aus, als könnte Julian Dorber das Ganze hier nicht so ganz mitnehmen von den Ersten. Er kommt seinerseits aber auch weg von Martin Ulrich. So, da sehen wir gerade mal das Feld durchrasen. Ulrich Kranz, dann Blech, Saupe, Geisler, Weitz, Scheuerle, Bonaventura, Neuendorf, Kappel, Stadelmann. Und hier ist das Feld noch richtig dicht zusammen, so wie man das kennt. Und da werden wir jetzt mal mitten reingehen. Wir gehen auf die 15. Position zu Sascha Kappel, der vor sich Peter Neuendorf hat. Und hinter ihm liegt Raphael Stadelmann in diesem dunkelfarbenen Audi R8 LMS Ultra. Wir sehen jetzt also erstmal dieses typische Single-File. Gänsemarsch ist angesagt. Überholen in Laguna Seca am besten möglich hier vor Turn 11 und dann eventuell nochmal die Start-Zielgerade runter. Ansonsten wird es schwierig. Allerdings kann man hier auch sehr, sehr schnell einen Fehler machen und kann natürlich der Hintermann entsprechend profitieren. Das ist Daniele Bonaventura in diesem blau markierten Fahrzeug. Jagt vor sich hier Johannes Scheuerle und René Beitz. Und einer ist da ganz langsam unterwegs. Das ist allerdings ein Verwundeter. Das müsste Gerold Pfeiffer sein. Der kam da gerade aus der Box raus. Der hat da so einen Unfall gehabt. Noch sind alle 35 dabei. Also keine Sorge, das war keiner aus der Spitzengruppe, der da jetzt irgendwie zurückgefallen ist. Sondern das war Gerold Pfeiffer, der die Boxengasse vorhin aufgesucht hat. Und jetzt das ganze Feld passieren lässt. Also wir sehen, so sonderlich viel Action auf der Strecke haben wir jetzt hier nicht, nachdem sich das Feld erst einmal einsortiert hat nach der hektischen Anfangsphase. Jetzt läuft das Ganze natürlich erstmal. Jetzt geht das alles hier seinen Weg. Und man muss da jetzt halt mal abwarten, wie sich das dann mit den Reifen entwickelt. Und ob da vielleicht jemand von hinten noch aufholen kann. Da haben wir natürlich einige. Da werden wir jetzt auch mal hinspringen und zwar sind wir da auf der 27. Position. Da geht's richtig zur Sache. Jörg Spindler hier im Bild. Er führt das Team ERS Racing und hinter ihm in dem McLaren, im orangefarbenen McLaren, das ist Florian Waschkowski. Die beiden haben jetzt natürlich eine richtige Aufholjagd hier vor sich. Zurzeit vor ihnen liegt Uwe Grunberg in diesem schwarzen Audi R8. Das ist das Team ERT Racing, die ja also sich an das Lotus Formel 1 Design angelehnt haben. Und wir sind on board bei Jörg Spindler und der wird uns jetzt mal zeigen, wie schwierig das ist, sich hier auf dieser Strecke nach vorne zu fahren. So, da sehen wir jetzt mal typisch, ein Fehler wird gemacht. Dadurch kann man natürlich profitieren. Und da geht gleich der nächste. Ja, da werden die Positionen hergeschenkt. Das also war gerade ein Abflug von Uwe Grunenberg und davor hat sich rausgetan, das war noch Gerold Pfeiffer, der hier jetzt auch von dem hinteren Feld überrundet wird. Und Spindler, die Position bekommt er geschenkt, das war Hubertina, an dem er gerade vorbeigegangen ist und der lässt auch gleich Florian Waschkowski noch mit durch. Ja, Waschkowski ist Teamkollege übrigens heute abgemeldet gewesen, die fahren für das Team VR Veteranen. Das ist Sascha Lestrange, der wäre natürlich auch ein ganz großer Favorit hier auf das Podium gewesen. Wir sehen auch, Waschkowski hat da so seine Mühe und Not, dieses Fahrzeug auf der Strecke zu halten. Also wir sehen schon, die machen Plätze gut, allerdings werden die entweder hergeschenkt oder unfreiwillig hergeschenkt. Also entweder freiwillig oder unfreiwillig hergeschenkt, ansonsten ist das hier ein bisschen schwierig. Da hinten sehen wir gerade Jochen Dietenbrock, der sich da gerade an Marc Herzig vorbeigearbeitet hat. Und Jill Ritter direkt dahinter und dessen Teamkollege Dirk Wilke ebenfalls.
Dann noch Thomas Kinder, das ist der Z4, oder jetzt, nein, das ist nicht der Z4, sondern das ist Gerold Pfeiffer. Das ist Thomas Kinder hier in Porsche 997. Uwe Grunberg hat sich auf 34 wieder einsortiert. Und hier, wie angesprochen, Gerold Pfeiffer, der hat jetzt das komplette Feld einmal passieren lassen und hat sich jetzt da hinten wieder mit einer Runde Rückstand einsortiert. An die Spitze und da sehen wir einen attackierenden Moritz Kranz, der hier nach der dritten Position greift, aber Danny Giusa kann sich da außen herum noch mal so gerade eben vorne halten. Also allerdings war jetzt schon mal eine deutlichere Ansage. Vom BRM-Piloten. Jetzt allerdings zu weit rausgerät, da hat er jetzt ein paar Meter verloren, haben wir gerade gesehen, wie da selbst das Kurveninnere Rad über den Körb hinausgetragen wurde und das war natürlich zu viel. So, Michael Geisler geht zurück, was ist denn da los? Geisler gerade zwei Positionen verloren und noch mehr, oh Geisler, da geht es ja richtig zurück. Ja, da hat es ein kleines Chaos gegeben, wir versuchen das jetzt hier nochmal im Replay zu bekommen, also da sehen wir das, da gibt es einen Angriff von Daniele Bonaventura. Und Geisler gerät da so ein bisschen auf die Außenbahn. Das ist allerdings möglicherweise schon vorher passiert. Ist schon vorher was gewesen. Ja, in der Tat. Hier sehen wir was. Ja. Oh, da hat es einen riesen Pfeil abgegeben in der Corkscrew. Schauen wir mal, wer das denn da jetzt gewesen ist. Versuchen wir, den mal drauf zu kriegen. Ah, da geht das Replay weg. So, da haben wir ihn. Das ist... das ist Michael Geisler gewesen. Und der hat sich dort verbremst. Boah, kommt dann da rüber und alles fährt ihm dann drauf. Und das hat also hier dieses Chaos ausgelöst. Und möglicherweise hat das Fahrzeug da Schaden genommen. Jetzt versuchen wir es mal weiter durchzugehen. Ja, Geisler ist dann hier langsam unterwegs. Und jetzt fallen sie da alle über ihn her. Einer nach dem anderen. Diese ganze Gruppe, die er da aufgehalten hat. Diesen Quersteher in der Schikane und das hat da für einiges an Chaos gesorgt. So, jetzt schauen wir mal, ob sich das noch weiter da entwickelt hat. Oh ja, das ist noch mehr an ihm vorbeigegangen. Ja, gehen wir wieder live drauf. Und Abflug da vorne. Abflug von Daniel Scheuerle. Daniel Scheuerle hat sich gedreht in Turn 10. Also das nächste, was wir jetzt ins Replay nehmen müssen. Und das Ganze war im Kampf mit Daniele Bonaventura. Oh ja, da hat sich Bonaventura reingedrängt und das hat Scheuerle dann nach außen katapultiert und Bonaventura ist ebenfalls bei der Gelegenheit abgeflogen. Der ist nur noch 19. Scheuerle ist nur noch 23. Also hier Scheuerle auf der 23. Position und hier hat sich Daniele Bonaventura wieder einsortiert auf der 19. Oh, hier tut sich jetzt aber einiges. Da haben jetzt einige von profitiert. Fangen wir hier mal an auf der 11. Position. Liegt jetzt Peter Neuendorf, 12. Sascha Kappel. 13. Position ist dann Jan Frischkorn, den wir hier sehen. Frischkorn hat auch ein eigenes Team, das ist das Team TRC. Hier sind wir auch auf den Porsche setzen. Dann Alex Humler, gut zu erkennen an den Nissan GT-R. Ist jetzt 14. Raphael Stadelmann dann auf der 15. Position und dann folgt Ulrich Dönnecke und Marc Wienecke, der Teamkollege von Humler, ist jetzt 17. Dann Franz Hückstedt und der wird jetzt attackiert von Bonaventura. So, oh, hat sich da gerade neben geschoben, aber da war jetzt der Befehl schon abgegeben. Voss, jedenfalls jetzt mal einen Blick an die Spitze. Voss, Müller, Giusa und Kranz bleiben weiterhin zusammen. Wobei ich das Gefühl habe, dass Kranz von denen am schnellsten kann. Der hängt aber momentan fest. Julian Dorber hat zurzeit 2,5 Sekunden Rückstand. Und dann ein großer Abriss zu Felix Kranz, der auf der 6. Position liegt. Der ist vorbei an Martin Ulrich. Und der bekommt jetzt auch Druck von Marco Blech. Onboard hier bei Blech. Gerade also schon sehr schnell unterwegs gewesen. Und jetzt geht's für Franz Hückstedt zurück. Um mehrere Positionen. Da haben wir wohl das nächste, was da passiert ist. Ja, ein Halbdreher. Zu früh auf dem Gas gewesen, beziehungsweise zu heftig. Und das kann auch die beste Traktionskontrolle der Welt nicht mehr einfangen.
Also, Ulrich bekommt derzeit richtig Druck von Marco Blech. Saupe dann auf der 9 und René Beitz auf der 10. Position. Da sind die Abstände sehr, sehr groß. Da sind ja jetzt mehrere Fahrzeuge rausgefallen. Da hatten wir ja vorhin diese Situation in der Corkscrew. Und aus dem Grund ist da jetzt also so ein großes Loch reingerissen worden. Und Blech versucht sich da jetzt reinzupressen, reicht aber nicht. Packt da hin und her. Martin Ulrich hält ihn da klar auf. Die Frage ist jetzt, erkauft sich der Marco Blech diesen hohen Speed mit einem etwas leeren Tank? Oder ist er wirklich so schnell? Wir haben jetzt einen Boxenstopp von Michael Geißler. Das heißt also, dass da die Schäden möglicherweise doch zu groß gewesen sind. Wir sehen ja oben die Uhr runterlaufen, also Boxenstoppzeit ist jetzt noch lange nicht. Boxenstopps erwarten wir so ungefähr ab der 35. Minute. Ist das eng hier. Das ist Zweikampf par excellence. Blech kann schneller, aber jetzt kommen wir auf der Strecke erstmal vorbei. Kann deutlich engere Radien fahren. Und vorne versucht Voss jetzt Reis auszunehmen. Jetzt also Blech mit einer Attacke. Kann er die Linie da halten? Nein, es kommt zur Berührung. Und das geht erstmal zulasten des Porsche-Piloten. Also Blech muss sich jetzt hier weiter mit der 7. Position, mit der 8. Position begnügen. Und hier jetzt mal die Situation an der Spitze. Also Alexander Voss versucht es jetzt mal. Versucht wegzufahren von Patrick Müller. Da haben wir jetzt erstmals einen Vorsprung von über 1,5 Sekunden. Platz 2, 3 und 4 bleiben eng zusammen. Also da ist jetzt mal eine ganz klare Tendenz zu sehen. Und der baut den Vorsprung jetzt auch sukzessive aus. Kurve für Kurve. Und die hat schon wieder geknallt im Vordergrund. Rund um Raphael Stadelmann. Oder? Nein, das ist eine andere Situation. Stadelmann ist hier zurückgefallen in Turn 1. Aber leider kein Replay von vorliegen. Also Stadelmann ist jetzt 18. Auch Sascha Kappel hat ein paar Plätze verloren. Der ist jetzt nur noch 14. Da sehen wir ihn. Und das ist jetzt hier so eine Gruppe, die da angeführt wird von Jan Frischkorn. Hier der gelbe Porsche. Da wird es richtig lustig. Frischkorn. So, wo sind wir denn hier? Frischkorn, der attackiert nämlich. Da haben wir noch einen davor. Peter Neuendorf ist das, genau. Neuendorf, dann Frischkorn und Humler, Kappel, Dönnecke, Wienecke, Bonaventura, Stadelmann, Hart und Daniel Scheuerle. Nein, der ist da noch nicht dran. Jetzt gibt es erstmal einen Abflug von Wienecke. Oh, und wird da fast aufgespießt. Und das löst jetzt da eine Kettenreaktion auf. Fast wäre ihm Markus Hart draufgeknallt. Und Daniel Scheuerle musste dadurch eine riesen Notbremsung da einlegen. Alles geht aber nur mit leichtem Lackaustausch hier über die Bühne. Florian Waschkowski greift hier nach der 21. Position von Jörg Spindler. Die fahren sich schon die ganze Zeit hier im Paarflug nach vorne. Jetzt Daniel Scheuerle können sie gleich dazu nehmen, dann bilden sie da ein Trio, weil der ist ja seinerseits auch schon zurückgefallen. Ja, aber da ist eine Gruppe, die geht da vorne bis hin zum 11. Platz. Also das ist hier jetzt noch realistisch machbar. Vor Peter Neuendorf, da hat sich dann doch eine Gruppe abgesetzt. Da sehen wir diese ganze Gruppe mal durchrauschen. Ja, und mir scheint es eher so, als würde der Patrick Müller Probleme kriegen, denn er wird jetzt auch seinerseits eingeholt von Danny Juicer. Also das ist jetzt ziemlich schnell entstanden, diese Lücke von einer Sekunde auf über zwei. Alexander Voss setzt sich ab, hat Patrick Müller jetzt etwa schon Reifenprobleme, kann ich mir kaum vorstellen. Das Rennen ist ja jetzt schließlich erstmal etwas mehr als eine Viertelstunde alt.
Aber das ist auf jeden Fall deutlich. So, Frischkorn hat sich die 11. Position gerade mal ganz kurz geholt, aber Neundorf hat sofort gekontert. Und der Hummler ist ebenfalls dabei an Frischkorn vorbeigegangen. Ah, wir haben keinen Replay. Jammer schade. Ja, da sehen wir so ein paar Fahrzeuge dann wieder auftauchen, aber das war das, wo wir dann auch schon wieder drauf gewesen sind. Also Neundorf hält sich in seinem markant gelben Porsche erstmal vorne. Marco Blech hat übrigens jetzt ein bisschen ablassen müssen. Oh, Marco Blech riesig verloren auf Martin Ulrich. Der hat jetzt einen Abstand von 1,5 Sekunden. Das war, wenn ich den Satz angefangen habe, noch 0,8. Dafür macht Moritz Kranz wieder Druck. Der den im Nacken. Ja, Juicer hat jetzt auch wieder Boden auf Müller verloren. Und Moritz Kranz kriegt die Pinsel da hinten. Aber wo will man hier überholen? Also das ist jetzt wirklich ganz, ganz schwer. Und da ist jetzt wirklich die Geduld des Moritz Kranz gefragt. Da kann er nichts machen. Und Alex Hummler ist an der Box. Alex Hummler, Boxenstopp. Da steht er. Was ist denn da passiert? Ja, mein Replay. Also hat es da einen Unfall gegeben. Ja, da fehlt die Front. Alex Hummler hat also mal irgendwo die Bande geküsst. Und zwar gab es da wohl freundliche Mithilfe aus Porsche-Diensten. Ja, da gab es einen Schubser. Und zwar war der im Kampf ja mit Jan Frischkorn. Also Frischkorn hat den da eventuell rausgeschickt. Und das kostet jetzt natürlich Zeit ohne Ende. Da ist nichts mehr zu machen. Au, ist das bitter für Alex Hummler. Und Jörg Spindler ist jetzt nur noch 23. Hat gerade einen Platz gegen Franz Hückstedt gut gemacht. Spindler muss auch mal im Off gewesen sein. Denn Waschkowski und Scheuerle sind jetzt weit davor. Die sehen wir hier. Und das ist Daniele Bonaventura, der jetzt gerade eventuell hier aufgeschnupft wird. Hat gerade schon einen Platz verloren und hat eine kleine Berührung gegeben. Allerdings kann Bonaventura das Fahrzeug halten. Marc Wienecke macht da Druck. Zuvor ist da bereits Raphael Stadelmann durchgegangen. Und heißt also, dass Bonaventura wahrscheinlich kurz im Off war. Da ist Alex Hummler wieder mittendrin. Also einer dieser Nissan GT-R ist jetzt überrundet. Den müssen wir da rausnehmen. Und Florian Waschkowski ist jetzt 19. Wie weit geht's da noch nach vorne? Was ist da noch drin? Vor ihm Markus Hart im BMW Z4. Auf in Richtung Korkenzieherkurve. Da baut sich der Corkscrew auf. Jetzt in den Himmel rein und plötzlich fällt man da in das Loch runter. Ohne dass man die Kurve wirklich vorher sieht. So, oh, das ist eine Überraschungsattacke. Ich hoffe, der sieht den. Ja, hat es in dem letzten Moment, hat er ihn wahrgenommen. Der Markus Hartz. Da hat er jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt mitgerechnet. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass sich Waschkowski da reinbremst. Ich denke mal, jetzt in Turn 2 sollte er ihn kriegen. Nein, diesmal bremst er nicht so viel später. Also Hart bleibt erst einmal vor Waschkowski und Scheuerle. Jetzt greift dieser sogar den McLaren an, aber kommt da auch nicht vorbei. Da muss Waschkowski jetzt aufpassen. Wenn er da einmal zu sehr vom Gas gehen muss, kann es sofort passieren, dass Daniel Scheuerle durchgeht. Oh, da passiert es schon. Quersteher. Aber in diesem Falle musste Scheuerle dann seinerseits lupfen und aus diesem Grund konnte er nicht vorbeigehen. Jetzt versucht er da mal was, aber vor der Corkscrew ist eigentlich kein Überholpunkt.
Da kann man so leicht den Bremspunkt verpassen. Oder es kann auch passieren, dass, weil man ja über diese Kuppe hinwegbremst, das Fahrzeug ausbricht. Kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass das ganz schnell mal passiert. Und dann passiert genau das, was wir vorhin da mal gesehen hatten. Als da ein Fahrzeug dann komplett quer über den Kies gerauscht ist und nicht mehr zu halten war. Oh, jetzt rutschen sie aber gewaltig. Sowohl hart als auch verstopft. Aber trotzdem kann keiner da jetzt irgendwie Profit rausschlagen. Wir haben den nächsten Boxenstopp, das ist Pierre Uhlenbrock, der steht momentan. Das ist einer von diesen, nein, das ist nicht einer von diesen dunklen Audis, das wäre Uwe Grunberg gewesen. Oh, und jetzt dreht sich da der Markus Hart, oder hat er einen mitbekommen? Ich war gerade mit den Augen mal ein bisschen woanders, schauen wir uns das nochmal im Replay an. Da also die Attacke von Waschkowski, der geht vorbei. Das war ein sauberes Manöver und Scheuerle, bisschen mit dem Kopf durch die Wand. Also, Johannes Scheuerle, da ist ein Bier fällig. Markus Hart ist da zurückgefallen bis hinter Jörg Spindler. Da ist der Z4, den wir jetzt hier im Bild haben. Da ist Markus Hart. Da jetzt in der Nähe seines Teamkollegen Uli Landgraf. Dazwischen jetzt zweimal Aston Martin. Da haben wir Markus Studer und dann Jörg Spindler. Boah, dem passiert gerade genau das. Da ist mal kurz die Hinterachse blockiert. Waschkowski legt sich unterdessen schon Wienicke zurecht. Ja, und dann also diese ganze Gruppe hier. Bonaventura auf 16, Stadelmann 15. 14. ist Frischkorn, 13 Dönnecke, 12 Kappel und 11 Neuendorf. Das ist diese große Gruppe. Dann eine Lücke von 7 Sekunden. Und da fährt hier ganz einsam und allein auf der 10. Position der René Beitz rum und hat überhaupt keinen vor sich und keinen hinter sich. Gleiches Schicksal für Markus Sauper auf der 9. Position. Er hat einen Rückstand von 8,7 Sekunden nach vorne und 7,3 nach hinten. Vor ihm sehen wir dann hier Marco Blech, der hat aber mittlerweile abgelassen von Martin Ulrich. Also da ist diese Druckphase jetzt vorbei. Und ebenfalls die Druckphase vorbei ist hier bei Moritz Kranz. Im Gegenteil, jetzt holt dann die Juicer wieder auf Patrick Müller auf. Juicer im letzten Umlauf mit Abstand der schnellste von allen hier vorne gewesen. Der war eine halbe Sekunde schneller als Voss und 6 Zehntel schneller als Müller und 1 Sekunde schneller als Kranz. Bald schnellster in diesem Umlauf war Julian Dorber, der hat dann schon einen Rückstand von 7 Sekunden auf Kranz. So, dann mal wieder etwas weiter zurück. Da, wo die Action ist, da sind wir hier mittendrin. Jan Frischkorn hat gerade einen Platz an Stadelmann verloren und Bonaventura will das auch gleich nutzen. Er hat sich, boxt sich jetzt hier innen durch und jetzt gerät Frischkorn nach außen und aus diesem Grund kommen sie alle vorbei. Nächster ist dann Florian Waschkowski. Sein Anhängsel Daniel Scheuerle hat da wohl ein bisschen länger gebraucht, um an Marc Wienicke vorbeizukommen. Deshalb ist da jetzt ein Abstand zwischen den beiden von 1,8 Sekunden. Aber sobald Waschkowski hier aufläuft, sollte es dann wieder sich auseinanderziehen. Und auseinanderziehen tut es sich da weiterhin zwischen Juicer und Kranz. Jetzt haben sie aber alle da vorne richtig zugelegt. Alle 23er Zeiten, auch Alexander Voss ist da wieder aufgewacht. 23,2, die ersten drei, Kranz 23,3 und dann Dorber 24,9. Also das sind schon ziemlich große Diskrepanzen. Unterdessen versucht jetzt hier Peter Neuendorf so ein bisschen Reißaus zu nehmen. Damit wäre auch gut beraten, denn Waschkowski ist jetzt dabei, dieses Feld hier aufzuschnuppen. Also, wie schnell geht das? Das Fahrzeug vor ihm ist Alex Hummler, der ist ja überrundet.
Also der spielt da erstmal keine Rolle. Jetzt die Frage, sind die sich dessen überhaupt bewusst? Ist sich Waschkowski dessen bewusst? Denn dann wäre es jetzt eigentlich mal an der Zeit, dass unser freundlicher Streckenbauer dem Waschkowski da Platz macht. Und Schuster, der macht jetzt sowas von Patrick Müller. Oh, Achtung, da dreht sich gerade ein Fahrzeug halb weg. Das ist Jochen Diekenbrock gewesen. Oder nee, Marc Herzig war es. Marc Herzig. Wir sind jetzt also regulär überrundet. Die waren noch nicht an der Box, sondern da fängt jetzt die Reihe der Überrundeten an. Ab der 25. Position. Soweit ist der Foster mittlerweile. Und Juser scheint sich die Reifen richtig gut eingeteilt zu haben. Also der hat sich da nicht viel draus gemacht, dass noch Franz ihm da so lange im Nacken hing. Und jetzt macht er richtig Druck auf Patrick Müller. Interessant ist aber auch, dass sich Alexander Voss seit diesem Zwischenspurt nicht mehr weiter absetzen kann. Also er hat da mal zwei, drei Runden richtig Dampf gemacht, hat dabei einen Vorsprung von etwa 2,5 Sekunden rausgefahren und seitdem ist er relativ konstant. Jetzt allerdings glaube ich, dass Müller wieder ein bisschen eingebrochen ist. Die Runde wird deutlich langsamer, jetzt sind es nämlich schon fast 3 Sekunden. Ja, also in der Tat... Patrick Müller 24-0 und das bringt jetzt vor allem Moritz Kranz hier in Schlagdistanz. Allerdings sind jetzt auch Müller und Juser. Oh, Juser dreht sich! Danny Juser dreht sich und das nutzt jetzt Moritz Kranz aus. Also jetzt ist er doch endlich vorbeigekommen. Und das genau zu dem Zeitpunkt, wo er ihm nicht mehr im Nacken hängt. Aber das zeigt, wie schwierig das hier mittlerweile mit den Hinterreifen geworden ist. In Laguna Seca geht es ständig um Kurven herum. Keine Geraden, wo sich der Reifen mal ausruhen kann. So, mit Kranz jetzt Dritter. Jetzt dürfen wir mal gespannt sein, was er gegen Patrick Müller ausrichten kann. So, Saupe, Beitz. Dann diese Gruppe. Neuendorf, ja, der kommt da nicht weg. Also, das ist mal nicht so einfach. Waschkowski ist mittlerweile 16. Ist vorbei an Daniele Bonaventura. Und ebenfalls... Nein, noch nicht vorbeigegangen ist der Daniel Scheuerle. Da ist jetzt mittlerweile der Alex Hum dazwischen. Also, der ist jetzt zwischen Bonaventura und Scheuerle. Waschkowski legt sich unterdessen jetzt Frischkorn zurecht. Frischkorn zu erkennen an den blauen Abklebungen auf seinem Porsche. Und er rutscht ein bisschen weit raus. So weit ausgerutscht und Waschkowski holt sich den nächsten. Oh, was für eine Aufholjagd hier von Florian Waschkowski. Also Jan Frischkorn lag gerade noch direkt hinter seinem Teamkollege Ulrich Dönnecke. Die sind aber sehr gut voneinander zu unterscheiden. Wir sehen Dönnecke mit roten Abklebungen, Frischkorn mit blauen. Die Gruppe zieht sich gerade so ein bisschen auseinander. Die ersten drei haben jetzt so eine kleine Lücke rausgefahren. Also auf Platz 11 Peter Neuendorf, auf 12 Sascha Kappel und dann Raphael Stadelmann auf 13. Dann jetzt noch Dönnecke und der kriegt jetzt hier gleich wahrscheinlich einen in die Ohren gehauen von Waschkowski. Der geht daneben, ist innen und wenn er die Kurve kriegt, ist das ein sauberes Manöver, ja, wie aus dem Lehrbuch. Versucht noch mal zu kreuzen, aber er wird wieder außen sein, der gute Raphael Stadel, Ulrich Dönnecke. Und damit ist dieses Manöver vollzogen. Florian Waschkowski wird jetzt noch diese drei einholen. Aber davor ist dann bereits eine Lücke von 9 Sekunden. Aber nicht vergessen, es steht auch noch ein Boxenstopp an. Also in der Tat kann sich da auch noch einiges verschieben, was dann dazu kommt. Hier sehen wir wieder die Spitze. Voss vorneweg. Der ist jetzt hier schon aus dem Bild. Patrick Müller und Moritz Kranz kämpfen hier um die zweite Position. Und Danny Juser hat sich jetzt erst einmal mit 1,5 Sekunden Respektabstand dahinter einsortiert.
Ja, Julian Dorber, da ist auch nicht sonderlich viel. Das sind also ein paar rummelte Fahrzeuge um ihn herum. 11 Sekunden mittlerweile sein Rückstand auf Juicer. Und Felix Kranz liegt dann weitere 6,5 zurück. Am unteren Ende der Top 10 ist ganz weit auseinandergezogen. Bis auf das hier, ja, Marco Blech ist vorbei. Marco Blech ist jetzt vorbei an Martin Ulrich. Also jetzt hat sich das hier doch wieder umgetauscht, oder schließlich umgetauscht. Aber das sind jetzt 4 Sekunden bis hin zu Felix Kranz. Das hat natürlich sehr, sehr lange gedauert für Marco Blech. Sieht man, wie wichtig eine gute Track-Position ist. Also sprich, dass man schon nach dem Qualifying weit vorne steht. Florian Baschkowski kann da nie von singen. Da sehen wir, wie er dabei ist, diese Lücke zuzufahren. Kann man schön mit dem bloßen Auge sehen, wie er der schnellste Mann in dieser Gruppe ist. Daniel Scheuerle tut sich da jetzt etwas schwerer. Der liegt immer noch auf der 18. Position und kommt aber nicht mehr so richtig ran. Also Bonaventura ist jetzt ein ganzes Stück weg. Und dann diese beiden TRC-Teamkollegen hier in Porsche-Diensten. Dönicke und Frischkorn. Wobei jetzt Frischkorn da auch ordentlich Druck ausübt. So langsam aber sicher können wir vielleicht die ersten Boxenstopps erwarten. Für solche Fahrer, die jetzt auf einer Aufholjagd sind, wäre es vielleicht sogar ganz gut, jetzt etwas asymmetrisch zu stoppen. Also entweder früh oder ganz spät kommen, um dann so ein bisschen aus dem Verkehr rauszukommen. Wobei, wenn man spät stoppt, natürlich dann das Risiko ist, dass man zu viel Zeit verliert. Da man auf alten Reifen fährt, während alle anderen schon frische drauf haben und ja, dann diese ganzen Positionen man wieder neu aufholen muss, auch wenn man dann frischere Reifen hat. Das kostet dann natürlich auch entsprechend Zeit. Während wenn man zu früh an die Box geht, es natürlich sein kann, dass man A, hinten heraus dann schlechte Reifen hat und B, es zumindest mal im Falle der Spitze passieren kann, dass man dann da genau in eine Kampfgruppe im hinteren Feld zurückfällt und dann ja, sich die ganze Sache ins Gegenteil verkehrt und man seine frischen Reifen nicht nutzen kann. Das ist die Gefahr, wenn man früher an die Box kommt. Und das gilt es dann hier alles zu beachten. Momentan kommt noch niemand regulär rein. Wir haben noch 33 Fahrzeuge im Rennen. Ausgeschieden sind Franz Hückstedt, Pierre Uhlenbrock und Johannes Scheuerle ja sowieso. Einen schönen Kampf haben wir auch relativ weit am Ende des Feldes. Da sehen wir hier auf der 28. Position Thomas Kinder. Er wird dicht gefolgt von Uwe Grunenberg. Das Fahrzeug davor ist Jill Ritter, der 27. Position. Der kriegt jetzt gerade hier einen Angriff, der da ausgeht von Kinder. Ja, wie ist die Story ausgegangen? Jetzt, sorry, sind wir, hat jetzt leider die Kamera ein bisschen ungünstig gerade gewechselt. Ritter ist vorne geblieben. Da sehen wir es, Kinder dahinter und Grünenberg dann im schwarzen Fahrzeug. Auch hier wird richtig hart gekämpft, Jill Ritter geht an die Box. So, und das war zu spät auf der Bremse, aber gleichzeitig dahinter Grünenberg ebenfalls mit Bärsteher. Das heißt also, dass Kinder erstmal diesen Platz behalten kann. So, das ist Marc Wienecke, der kommt gerade von einem regulären Boxenstopp zurück. Der Ritter, da sehen wir jetzt die Boxenstoppzeit mitlaufen. Das lasse ich jetzt auch mal eingeblendet. Da können wir dann mal sehen, wie lange so ein Boxenstopp nämlich dauert. Stattdessen gehen wir zurück an die Spitze. Alexander Voss kann jetzt auch jeden Moment die Boxengasse aufsuchen. Vorsprung 2,8 Sekunden auf Patrick Müller. Der hat sich ein bisschen freigefahren von Moritz Kranz. 24 Sekunden Standzeit für Jill Ritter. Und hier kommt Kranz. Jetzt diesmal die Boxeneinfahrt kriegen, die ist gefährlich. Da kommt rein. Und jetzt hoffen, dass der Boxenplatz nicht besetzt ist.
Das ist natürlich auch nochmal so ein Thema. So, ebenfalls in der Box ist Julian Dorber. Nein, Danny Juicer ist das. Danny Juicer ist reingekommen und Dorber fährt jetzt hier über die Ziellinie. Damit wird sich das jetzt also auseinanderziehen. Ganz 19,4. Oh, mit Stopp. Musste wohl relativ viel getankt werden. Aber da sehen wir, ein ganzer Schwall von Fahrzeugen ist da jetzt vorbeigefahren und man stelle sich vor, der Moritz Kranz wäre 5 Sekunden früher aus der Box rausgekommen. Dann wird der jetzt voll im Verkehr drin stecken. Auch so gerät er sich jetzt, glaube ich, ein bisschen mit Thomas Kinder ins Gehege. Ja, da sollte er aber vorne bleiben. Das hat jetzt auch für Kinder keinen Sinn, da zu attackieren. Ja, macht das richtig, lässt Moritz Kranz da wieder vor. Und Peter Neundorf geht jetzt an die Box. Und Danny Juicer steht immer noch. Oh, ist das ein langer Boxenstopp. Eieiei, Danny Juicer. Und wenn jetzt die anderen auch alle so lange stehen. Von Coa Farnbacher Eset Racing. Oh, dann ist hier aber was los. Jetzt schauen wir sich mal an, fährt der denn ihn zurück? Was hat denn die Boxencrew da abgeliefert? Ja, gigantisch dieser Rückstand, den der jetzt auf Moritz Kranz hat. Das ist ja locker eine halbe Runde. Also man schaue sich das an. Juicer ist hier und Kranz fährt hier schon aus der Kurzcrew raus. Oh, Marco Blech ist da jetzt direkt vor ihm. Der hat noch nicht gestoppt. Kranz über die Außenbahn. Das geht jetzt natürlich, da er frische Reifen hat. So, hier kommen die nächsten rein. Das ist Ulrich, der jetzt hier stoppt. Ebenfalls drin Felix Kranz und auch Patrick Müller. Müller kommt hier schon wieder raus. Müller ist deutlich schneller gewesen, aber er wird den Platz an Kranz verlieren. Also, Kranz hat den ersten Platz schon gut gemacht. Oder? Ah, das geht enger, aber er ist vorbei. Kranz ist vorbei und das war jetzt genau diese eine Runde, die er früher an die Box gekommen ist, die er jetzt auf frischen Reifen fahren konnte, die ihn vorbeigebracht hat an Patrick Müller. Damit ist jetzt auch klar, wenn der Drop so groß ist, dann sollte jetzt auch Voss reinkommen. So, oben alles in der Welt steht Voss. Das ist nicht Voss, das ist Voss. Also, der kommt jetzt rein. Schauen wir mal, wie es bei ihm aussieht. Also 19,5. Das heißt also, die Standzeit bei Müller muss dann in etwa identisch zu der von Kranz gewesen sein. Voss steht jetzt. So, wird aufgebockt. Ganz kurz. Fällt wieder runter. Jetzt müsste vor. Oder nein, es wird jetzt noch getankt. So, ah, das sieht ein bisschen komisch aus. So, 19,9. Hier kommt Moritz Kranz. Oh, das wird sich ausgehen für Voss. Ja, das sollte hinhauen. Oh, Abflug im Hintergrund von einem gelben Porsche. Entweder Neundorf oder Neundorf. Voss beschleunigt wieder raus. Und oh, das wird aber doch trotzdem nochmal eng. Aber er hat jetzt so einen kurzen Weg, dass er eigentlich vorne bleiben sollte. Da kommt Moritz Kranz. Voss geht raus und es geht sich aus für Alexander Voss. Aber ganz knapp. So, also, das hat sich für Moritz Kranz fast ausgegangen. Er hat allerdings zwei Positionen jetzt hier gut gemacht. Eine Position hat er gut gemacht, weil vorher der war er ja eh schon vorbei. So, und jetzt steht aber hier ein Paket von Überrundungen an. Oh, Kuhu. Das hat's mal richtig in sich. Müsste rund um Jörg Spindler sein. Spindler, Neundorf, Herzig sind das. Und da geht die Spitze jetzt durch. Kranz, nein, kein Gewaltakt hier in die Boxcrew hinein. Eine ganz große Verlierer der Boxenstopps ist Danny Juicer. Vielleicht hat er eine Berührung gehabt und hat vergessen auszustellen, dass sie ihm den Schaden reparieren. Dass er also möglicherweise da einen Minimalschaden hatte, der repariert wurde und der deshalb 30 Sekunden stand. So, jetzt geht es vorbei an Neuendorf. Das war der auch gerade diesen Abflug dort hatte. In Richtung der Boxenmauer. Die ersten drei jetzt also innerhalb von einer Sekunde. Üblich ein Lichtzeichen beim Überrunden.
So, Julian Dauber auf der vierten Position. Die haben jetzt natürlich alle einen gut gemacht. Waschkowski geht hier gerade vorbei an einem Kollegen, der da irgendwie am Boxeneingang sich so ein bisschen eingehakt hat, war Thomas Kinder. Also noch immer Hochbetrieb in der Box. Das dauert jetzt so ein bisschen, bis sich das da wieder einsortiert hat. Die sind zum Beispiel hier noch ohne Boxenstopp, Sascha Kappel und Ulrich Dönnecke. Hier sehen wir das. Juicer, ja, der hat mal locker 35 Sekunden an der Box verloren. Was für ein Drama. Nur hier vorne ist das jetzt natürlich noch lange nicht durch. Patrick Müller hätte gerne seinen zweiten Platz zurück. Frage ist, kann Voss sich nochmal so absetzen, wie er das vorhin getan hat? Oh, die Überrundung kommt jetzt zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Voss dreht sich! Voss dreht sich direkt vor den vor Moritz Kranz und Kranz fährt ihn drauf. Voss verliert den Splitter, muss reinkommen zum Stopp. Oh, was für eine Dramatik. Hier geht jetzt aber gerade ein Rennen kaputt für den Dominator, für denjenigen, der hier alles die ganze Zeit an der Spitze dominiert hatte. Alexander Voss. Oh, da wird ein zweiter Boxenstopp fällig werden. Er hat sich, glaube ich, selber gedreht. Ich glaube nicht, dass der Überrundete da mitgeholfen hat. Das werden wir jetzt nochmal sehen. Gab es da einen Schubs? Oh, doch, da gab es den Schubs. Oh, der hat sich denn da von RS Racing jetzt dermaßen schuldig gemacht. Also, alles zurücknehmen, was wir jetzt hier dem Voss vorgeworfen haben. Der kann gar nichts dafür. Alexander Voss wurde umgedreht von Jörg Spindler. Oh, das ist mehr als ein Bierkasten, was da jetzt fertig ist. Also, ja, das ist jetzt hoffnungslos. Ja, da sollte er jetzt auch nicht die ganze Truppe da blockieren. Weil er hat jetzt überhaupt keinen Anpressdruck mehr auf der Vorderachse. Ja, oh, das ist die Gruppe rund um Daniel Scheuerle. Ja, Daniele Bonaventura und dann Jörg Spindler, der versucht sich da jetzt zwischenzuschieben. Schickt da gerade Bonaventura raus, Scheuerle profitiert. Weiter Herzig und Wienecke. Die haben auch noch Anschluss zu der Gruppe. Der Ferrari von Voss ist noch eine Runde davor, muss jetzt aber reinkommen. So, da kommt er zum Stopp. Damit waren es nur noch zwei an der Spitze. Moritz Kranz und Patrick Müller werden das jetzt unter sich ausmachen. Profiteur ist Julian Dauber, der ist jetzt nämlich Dritter. Oh, aufpassen. Da kommt einer der Audis von URT Racing gerade raus, aus dem Peacebett. Also, Kranz, Müller, das sind die beiden hier vorne. Dann jetzt auf der dritten Position Julian Dauber. Und jetzt wieder auf die vier gekommen ist Danny Giusa. Trotz dieses völlig verkorksten Boxenstopps ist er immer noch auf der vier geblieben. Dann Ulrich Dönnecke, der ist jetzt gerade überholt worden von Felix Kranz. Kranz jetzt neuer Fünftplatzierter. Dönnecke hat noch nicht gestoppt. Siebte Position Marco Saupe. Auch der hat von den vielen Boxenstopps profitiert. Hier kommt jetzt Alexander Voss wieder raus auf der achten Position. 54 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Das heißt also, das ganze Drama hier hat den ungefähr 45 Sekunden an der Box gekostet. Vielleicht etwas weniger, je nachdem wie viel er dann auf dem Weg davor verloren hat. Also, Achter ist er. Er hat 2,8 Sekunden vor sich, Marco Saupe. Den dürfte er noch erwischen. Ob er dann noch die 12 Sekunden hier zufahren kann, das sei mal dahingestellt. Und Dönnecke muss eh noch reinkommen. Also, zwei Plätze kriegt er noch. Sechster Platz ist für Voss noch drin. Das ist in Anbetracht der Tatsache, dass er hier ohne Splitter rumgefahren ist, eigentlich immer noch ein relativ versöhnliches Resultat. Und eine halbe Stunde steht jetzt noch auf der Uhr. Wir haben immer noch nicht alle Boxenstopps durch. Marc Herzig ist jetzt gerade drin. Es fehlt also hier, wie gesagt, jetzt noch der Ulrich Dönnecke. Oder versucht der jetzt etwa tatsächlich hier auf einem Reifensatz durchzufahren? Man ist nicht verpflichtet zu stoppen. Also es gibt keinen Pflichtboxenstopp.
Er kann das natürlich auch durchfahren. Ob sich das jetzt lohnt, das ist die andere Frage, weil der wird natürlich hinten heraus riesig leiden. Aber noch immer stehen einige drin. Jetzt Raphael Stadelmann. Mark Herzig. Herzig hatten wir gerade schon thematisiert. Müller, schnellste Runde. 1:22,4. Allerdings war diese Runde gerade mal 20.000stel schneller als die von Moritz Kranz. Die beiden sind immer noch unmittelbar hintereinander. Sehr viele persönliche Bestzeiten jetzt. Klar, man hat frische Reifen und man hat jetzt nur noch so viel Sprit drin, wie man dann noch bis ins Ziel braucht. Normalerweise ist davon auszugehen, dass eigentlich alle vorne losgefahren sind mit einem vollen Tank. Ja, und Marco Blech ist übrigens beim Boxenstopp wieder hinter seinen Lieblingsgegner zurückgefallen. Martin Ulrich liegt wieder genau vor ihm. Allerdings sind sie beide zurückgefallen hinter René Beitz und hinter Marco Saupe. Sind nämlich beide durchgegangen. Also eventuell sind die nicht mit ganz vollem Tank losgefahren. So, richtig zur Sache geht's hier. Jetzt eventuell eine Chance für Blech. Aber nein, geht's ja. Oh, der versucht es. Bremst sich hier rein. Aber war wohl etwas zu früh auf der Bremse, aber es geht immer noch. Oh, der Überrundete wird da gerade ordentlich rausgeschickt. Gerold Pfeiffer ist das und es könnte sich jetzt ausgehen für Blech. Nein, steckt wieder zurück. Ah, so eine Chance kommt nicht alle Tage. Wir haben als nächsten Ausfall zu vermelden Jochen Diekenbrock. Also damit jetzt insgesamt 3 Ausfälle in diesem Rennen, rechnet man Scheuerle dazu 4. So, Dönnecke kommt jetzt doch rein. Also das hat sich dann doch nicht gelohnt. Dadurch rückt jetzt Florian Waschkowski noch nicht ganz in die Top 10 vor. Er hat jetzt dieses Duell zwischen Martin Ulrich und Marco Blech in Sichtweite. Die sind 1,5 Sekunden vor ihm. Das sind die beiden Fahrzeuge, die da vorne gerade in die Ecke gefahren sind. Na, 3,5 sind es. 3,5 Sekunden. Also die Top 10 winken eventuell noch. Und das wäre natürlich auch für Johannes Scheuerle alles gegangen. Ganz eng geht es hier gerade bei rund um Sascha Kappel zur Sache. Ah ja, das war, weil ja gerade der Dönnecker aus der Box gekommen ist. Der hat sich jetzt hier auf der 13. Position wieder einsortiert. Hinter Sascha Kappel, aber vor Peter Neuendorf. Also in dieser ehemaligen Gruppe hier, Waschkowski jetzt sei da mal rausgerechnet, der hat sich da mittlerweile längst abgesetzt. Führt jetzt Sascha Kappel vor Ulrich Dönnecke, Peter Neuendorf. Dann ist da drin Jörg Spindler, der hat über die Boxenstopps hinweg auch ordentlich aufgeholt, aber ordentlich gerempelt. Daniel Scheuerle auf 16, Marc Wienecke auf 17. Man sieht auch, wie sich diese Gruppe da auseinandergezogen hat. So richtig lustig geht's dann hier zur Sache. Da haben wir nämlich Marc Wienecke im Kampf mit, Jan Frischkorn im Kampf mit Uli Landgraf. Das Fahrzeug dahinter ist nicht in derselben Runde. Das muss Grunenberg sein. Wir sehen an der Spitze, dass Moritz Kranz sich jetzt ein kleines bisschen absetzen kann. Hat jetzt mehr als eine Sekunde Vorsprung und hier untersteuert der Porsche raus.
Das ist jetzt die Chance für Landgraf, aber wir sehen geradeaus, geht der Porsche GT3 eher dann noch etwas besser. Also Jan Frischkorn hält sich hier die Gerade über nochmal vorne. Da wohl auch so ein bisschen an die Realität angelehnt, auch in der Realität war der Porsche auf den Geraden immer sehr schnell, obwohl er über einen der PS-schwächsten Motoren verfügt. Zeigt also, wie gut Porsche da gearbeitet hat. Jetzt gerade mal ungefähr 480 PS. So, da haben wir zum Beispiel den Audi R8 mit weit über 500. Hier momentan nicht vertreten ist der Mercedes SLS. Der bekannteste Vertreter von den Fahrzeugen, die hier abstinent sind. Aber wir haben trotzdem eine schöne Markenvielfalt. Die Fahrzeuge unterscheiden sich auch. Das ist nicht so, dass die jetzt hier alle dieselbe Fahrphysik hätten. Sondern hier gibt es doch deutliche Unterschiede. Noch mal ein bisschen weiter durch das Feld. Wir haben hier auf der 20. Position Markus Studer, auf der 21. Markus Hart. Auf der 22. Position folgt dann Alex Hummler. Der hatte ja vorhin da diese unglückliche Situation. Er wird vermutlich nochmal an die Box kommen müssen. Außer er hat den Boxenstopp jetzt auch schon zur Rennhälfte erledigt. Bill Ritter ist 23. Auf der 24. Position liegt Dirk Wilke. Da sehen wir, wie die Abstände hier in die Höhe wachsen. Marc Herzig liegt 21 Sekunden zurück. Dann allerdings Uwe Grunenberg noch relativ dicht dran. Damit wissen wir jetzt auch, dass der schwarze Audi gerade nicht Grunenberg war, sondern das muss dann sein Teamkollege Stadelmann gewesen sein. Der übrigens ganz, ganz weit zurückgefallen ist. Den werden wir gleich sehen. Gleiches gilt auch für Daniele Bonaventura. Eventuell hat es hier Stop and Go oder Durchfahrtsstrafen gegeben, aber bei Bonaventura geht es gerade anderweitig zurück. Jetzt Achtung, da kommt hier hinten nämlich dann Raphael Stadelmann. Die zwei Fahrzeuge in Weiß sind eine Runde weiter. Na, schade für Bonaventura, er war eigentlich anfangs ganz gut unterwegs, aber jetzt... Nach dem Boxenstopp ist alles vorbei und wenn es schon mal schief läuft, jetzt lässt er auch noch gleich den vorbei, mit dem er sich im Kampf gefunden hat. Also Raphael Stadelmann jetzt 27. Bonaventura 28. 29. ist Thomas Kinder. 30. Position für Michael Geißler. Er hatte diesen haarsträubenden Moment da in der Corkscrew. Robert Hiener auf der 31. Position, auch da muss irgendwas schiefgelaufen sein im Laufe dieses Rennens. 32. ist Gerold Pfeiffer. Hat aber noch eine Runde Rückstand auf Hiener, also die sind jetzt nicht direkt hintereinander. So, und Marco Blech hat sich gerade eben ganz kurz Ulrich da gekrallt, aber der ist wieder vorne und dahinter ist jetzt Waschkowski dran. Nächster Versuch von Blech, kriegt das jetzt durchgezogen. Meines Erachtens steckt er da manchmal ein bisschen zu sehr zurück, wenn er auf der Innenbahn ist. Ist da um viel Fairness bemüht, aber vielleicht ist er dann doch ein bisschen zu lieb. Dass ich da vielleicht ein bisschen breiter machen sollte. Er hätte schon dreimal überholen können, hat dann aber geluckt, um nicht zu überholen, um nicht das andere Fahrzeug zu berühren. Wird er damit ein bisschen mehr Vorbande agieren, wäre er vorbeigekommen. Jetzt ist erstmal Waschkowski an ihm vorbei. Jetzt kann er vielleicht hoffen, dass dieser ihm eine Lücke eröffnet, damit er dann an Ulrich wieder vorbeikommen kann. Aber jetzt muss er erstmal die Lücke da wieder zufahren. Jetzt schauen wir mal, wie lange Martin Ulrich den Florian Waschkowski hinter sich lassen kann. Also ich bin mir sicher, wäre der Marco Blech da vorbeigekommen, wäre es für Waschkowski schwierig geworden, den noch einzuholen. Und er hat einen ganz ordentlichen Speed. Davor liegt Alexander Voss auf der 6. Position. Der setzt sich von diesem Paket hier erwartungsgemäß ab. Und Waschkowski lässt es hier richtig qualmen am Ausgang. Aber das bringt ihn erstmal nicht an Ulrich vorbei. Dessen Audi geht richtig gut auf der Geraden, wie es aussieht.
Oh, viel hat da nicht mehr gefehlt. Dann hätte auch Waschkowski ihn im Mac geklebt. Na, der bemüht sich aber. So ganz einfach ist das auch für Florian Waschkowski nicht. Und Blech muss jetzt machen, dass er da wieder rankommt. Wenn der Waschkowski ihm da eine Lücke aufstößt, muss er schauen, dass er mit durchsticht. Ähnlich eng geht es übrigens hier zur Sache. Da haben wir im Kampf Peter Neuendorf und Jörg Spindler. Letzterer ja immer noch auf seiner Aufholjagd. Das ist momentan 15. Spindler ist, Neuendorf ist 14. Davor Ulrich Dönnecker auf 13 mit den frischsten Reifen und Sascha Kappel auf 12. Die wären für Spindler durchaus noch machbar. An der Spitze gehen die Zeichen darauf, dass es sich weiter entspannt. Jetzt konstant über eine Sekunde. Waschkowski legt es nicht drauf an. Also der Martin Ulrich scheint nicht gerade leicht zu überholen sein. Geht gerade so ein bisschen Jano Trulli. Immer wieder versucht sich Waschkowski da rein zu quetschen, aber es reicht nicht aus. Vermute mal, dass Ulrich auch ein bisschen weniger Flügel fährt. Das macht ihn auf der Geraden natürlich richtig schnell. Dadurch wird es umso schwieriger für Waschkowski da jetzt zu überholen. Oh, Kranz nochmal 22,7 war 7 Zehntel schneller in diesem Umlauf als Müller. Wir sehen oben links die Abstände eingeblendet. Da ist in den Top 10 es bis hier unten hin ziemlich weit auseinandergezogen, von den ersten beiden mal abgesehen. Ja, und auch Waschkowski tut sich schwer, aber noch schwerer tut sich jetzt Marco Blech da den Anschluss zu halten. Der fällt immer weiter zurück. An dieser riesen Abriss da zu Sascha Kappel, 28 Sekunden. Alexander Voss wird aus eigener Kraft wahrscheinlich keinen Platz mehr gut machen können. Es ist schon 43 Runden gefahren. Das war gerade Umlauf 43 auch für die beiden hier. Und jetzt gibt es den Treffer. Waschkowski dreht den um und fährt nochmal in ihn rein. Oh, jetzt und hat das da nochmal gekracht. Ah, ich versuche es gerade wiederzufinden. Marco Blech jedenfalls müsste jetzt an allen vorbei sein. So, da haben wir es. Das ist ziemlich unglücklich gelaufen. Hier sehen wir das jetzt nochmal. Also Waschkowski rauscht dem rein. Und jetzt dreht er sich nochmal nach außen weg und er erwischt ihn noch einmal. Und dadurch ist dann wiederum Ulrich hier nach innen gerutscht. Und Blech ist... Oh, der ist ja... Ja doch, es hat eine Berührung hier gegeben. Ach, jetzt sehe ich auch das Problem. Wenn ich versuche hier in dieser Kamera... die Kamera um das Fahrzeug umzudrehen, dann schaltet der automatisch auf die vierte Position. Deshalb schaltet der da immer weg. Die Nummerntaste ausstellen, da müsste es ja eigentlich gehen. Also, schauen wir da nochmal hin. Ja, es hat einen Treffer gegeben. Das sehen wir da. Das wurde jetzt nicht so ganz richtig wieder gezeigt, aber der Treffer war nicht so schlimm. Oh, doch, er war schlimm. Er war sehr schlimm. Da ist mehr passiert. Ich kann jetzt nicht sehen, was hier. Das kann ja nur ein Reifenschaden dann sein. Also Marco Blech muss jetzt dafür bezahlen, dass Waschkowski gerade Ulrich umgedreht hat. Ach, ist das bitter. Ja, da ist vorne der Reifen kaputt gewesen. Das sah eigentlich gar nicht so wild aus, aber das war schlimm genug, um das Rennen des Marco Blech jetzt zu ruinieren. Der wird damit nämlich jetzt wahrscheinlich hinter diese gesamte ehemalige Gruppe da zurückfallen. Da sieht man, wie lange das dauert. Ah, möglicherweise war doch unten der Splitter weg. Die ganze Schürze fehlt, sondern nur so ein bisschen da, also 19 Sekunden. Eventuell hat er jetzt in der Hektik auch alle vier Reifen wechseln lassen. In jedem Fall geht es zurück auf Platz 16. Oi, 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 oi. Und die Gruppe ist weit, weit weg.
Damit noch ein Platz für Daniel Scheuerle und Jörg Spindler, die sind jetzt 14. und 15. Spindler verliert aber auch wieder auf Neuendorf. Ulrich Dönnecke legt sich jetzt den Sascha Kappel zurecht. Dönnecke hat ja die frischsten Reifen, nicht vergessen. Ja, und an der Spitze holt Ulla jetzt wieder ein bisschen auf. Das ist immer noch die Auseinandersetzung mit Waschkowski. Achtung, jetzt geht's da wieder auf Turn 2 zu. Aber der wird jetzt auch ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Also hier der Blick an die Spitze. Da sehen wir Moritz Kranz und Patrick Müller. Müller hat sich von diesen 2 Sekunden wieder runtergefahren auf eine, ist 22,5 im letzten Umlauf gefahren, gigantische Rundenzeit. Aber ich glaube, solange der Moritz Kranz da vorne keinen Fehler macht, sollte sich das eigentlich für den BRN-Piloten ausgehen. Wäre für Cor Farnbacher EZ Racing jetzt natürlich eine kleine Enttäuschung, nachdem sie mit 4 Mann in der ersten Kurve vorne lagen. Am wenigsten für diese ganze Sache kann Alexander Voss, der wurde von einem überrundeten Fahrer umgedreht. Das wird natürlich noch ein gewisses Nachspiel haben. Aber gut, das kann passieren, das hat er ja auch nicht absichtlich gemacht. Nur man sollte sich dann in so einer Situation natürlich nicht unbedingt gerade den Führenden aussuchen, wenn der in einem Kampf liegt. Große Abstände hier vorne, das sind alles überrundete Fahrzeuge dazwischen. In den Top 10 ist alles so weit geregelt, bis auf das hier Martin Ulrich und Florian Waschkowski. Und eventuell holt gerade auch der René Beitz noch den Marco Sauper ein, weil im letzten Umlauf 6 Zehntel schneller, hat noch einen Rückstand von 2,3 Sekunden. Sauper sehen wir hier im vorderen dieser beiden Z4 und da fliegt gerade einer volles Rohr ab. Wen haben wir denn da gehabt? Das ist Markus Hart gewesen. Also Hart jetzt wieder unterwegs. Schauen wir mal gerade, was da passiert ist. Ich glaube, der wollte da gerade irgendwie den Marco Sauber nicht mehr treffen. Ja, er hat die Kurve vielleicht sogar bekommen und dann kam ihm ein bisschen das Heck und dann hat er überkorrigiert und ist mit dem Gegenpendler abgeflogen. Das hat ihn eine Position an Alex Humbler gekostet. Der ist jetzt 21. Hart 22. Ist jetzt nochmal Zeit, das Feld durchzugehen. Wir haben an der Spitze Moritz Kranz. In seinem Badewannenfahrzeug, also wie die auf den Namen gekommen sind, das muss man die auch nochmal fragen, BRM. Dann Patrick Müller auf der zweiten Position, direkt dahinter, macht nochmal ordentlich Druck. Julian Dorber auf einer sicheren dritten Position, hat 32 Sekunden Rückstand, dann sind es weitere 12 Sekunden zu Danny Giusa. Ohne diesen verkürzten Boxenstopp würde der jetzt da vorne auch noch mit dem Sieg kämpfen. Felix Kranz auf der fünften Position würde hier ein gutes Ergebnis für BRN sichern. Damit würden die und Cor Farnbacher EZ Racing erst einmal die Führung in der Teamwertung unter sich ausmachen. Alexander Voss ist Sechster, hat noch 5,3 Sekunden Rückstand auf Kranz. War in der letzten Runde 1,4 Sekunden schneller. Oh, eventuell geht da doch noch was. Siebte Position Marco Sauper. Hat 2,2 Sekunden Vorsprung auf René Beitz. Eventuell kommt der noch ran. Im besten Aston Martin. Dann hier diese Diskussion. Mr. Trulli, also Martin Ulrich, der sich einfach nicht überholen lassen will. Florian Waschkowski hat den mittlerweile schon einmal umgedreht, aber der ist immer noch davor. Sascha Kappel folgt dann auf der 11. Position. Die haben jetzt alle nochmal einen Platz gewonnen, weil ja Marco Blech dann so unglücklich zurückgefallen ist.
Zwölfter ist Ulrich Dönnecke, direkt dran, allerdings kommt auch er nicht vorbei. 13. ist Jörg Spindler, der hat sich vorbeigekämpft an Peter Neuendorf und direkt dran hängt jetzt Daniel Scheuerle auf der 15. Position. 16. ist Marco Blech, der könnte vielleicht noch ein bisschen was gut machen. Der Marc Wienecke folgt dann auf der 17 im Nissan. Dann sehen wir hier Jan Frischkorn im Kampf mit Uli Landgraf. Der will es gerade nochmal wissen. Oh, da stand einer. Das ist einer von URT Racing gewesen. Entweder Uwe Grünberg oder Raphael Stadelmann. Dirk Wilke scheint aus dem Rennen raus zu sein. Er wird mir zurzeit zumindest an der Box angezeigt. Da kommt auch noch mal einer wieder raus. Ist das etwa René Weitz? Nein, Weitz war das nicht. War ein anderes Fahrzeug von RS Racing. Gut, wir werden da gleich hinkommen. Also Landgraf greift noch Frischkorn an. Auf der 20. Position folgt dann Markus Studer hier in seinem RS Racing Aston Martin Vantage. Sogar diese plus 0,60, das deutet aber, glaube ich, auf die Abstandsveränderung hin, weil 60.000stel wären etwas enger Abstand gewesen und wir sehen ja oben, dass es nur 9/10 sind. 21. Alex Hummler. Wie gesagt, Zusatzboxenstopp wahrscheinlich dann doch schon absolviert. Markus Hart folgt auf der 22, nach dieser Schrecksekunde, die er da gerade hatte. 23. Jill Ritter. Marc Herzig auf 24, oder? Nein, ist gerade überholt worden von Daniele Bonaventura. Seit der Zeit weiß die jetzt natürlich nicht. Und immer so ein paar Sekunden hinterher. Also da hat es gerade einen Platztausch gegeben. Bonaventura jetzt 24. Herzig 25. Auf der 26. Position Michael Geißler. Jammer, schade, dass er da diesen Boxenstopp ganz am Anfang drin gehabt hat. Denn er wäre auch ein solider Top-10-Kandidat gewesen und hätte ja von diesen Problemen, die es da bei den Boxenstopps gab, und diesen diversen Zweikampfszenen durchaus noch in die Top 5 vorstoßen können. 27. Thomas Kinder. Auf der 28. Uwe Grünberg. Nein, das ist aber nicht Grünberg, das ist Gerold Pfeiffer hier. Ja, der geht gerade vorbei, weil Grünberg an der Box steht. Grünberg ist draußen. Für Uwe Grünberg und für Dirk Wilke ist das Rennen vorbei. Und dann fährt jetzt hier noch Robert Hiener, der wird dann also die 29. Position übernehmen. Wir haben draußen Grunenberg, Wilke, dann haben wir noch Raphael Stadelmann, mittlerweile auch als Ausfall. Also das ist ein Komplettausfall für das Team URT Racing. Und hier nochmal der Blick an die Spitze. Müller hat da gerade beim Überrunden ein bisschen verloren. Oh, da regt er sich gerade über Pfeiffer auf und schickt den volles Rohr ins Nirvana. Oh, das war eine unschöne Szene. Schauen wir uns da nochmal an, was da los war. Also, da lässt er den einen durch. Ja, und er übersieht den Fahrenbacher Piloten. Gerold Pfeiffer hat da nur den Moritz Kranz gesehen. Jetzt setzt das Replay leicht aus. Und dann, ja gut, er hat ihn nicht gerade ausgeschickt, aber das war irgendwie bizarr jetzt. Der ist da einfach gerade ausgefahren, ist glaube ich erschreckt worden von dem Licht, das da aufgeblendet hat, aber es war auch leicht genötigt. Ja, also, vielleicht kriegt der Patrick Müller auch noch einen dran, weil also eine leichte Nötigung hat da vorgelegen, würde ich sagen. Ja, und etwas mehr als 5,5 Minuten muss jetzt unser Badewannen-Racer hier noch durchhalten. Moritz Kranz. Er hat jetzt 3 Sekunden Vorsprung. Patrick Müller war auf der Ziellinie noch 1,4 zurück. Allerdings sagt uns das Lifetiming jetzt mittlerweile 3,1. Er ist also gerade wohl nochmal in der Andretti-Airpin ein bisschen geradeaus gegangen. Ja, da sehen wir es jetzt auch. Also Waschkowski hat dieselben Probleme wie zuvor Blech, hier vorbeizukommen. Das ist Uli Landgraf, der auf der Jagd nach Marc Wienecke ist. Da ist jetzt Alex Hummler dabei.
Oder? Nein, das ist Landgraf, der an Wienicke. Nee, das ist Landgraf, der an Wienicke vorbeigeht, aber der war zuvor im Kampf mit Frischkorn. So, wie ist denn jetzt der Wienicke da reingeraten? Der war doch eigentlich davor. Jedenfalls ist Frischkorn jetzt 17. und Landgraf 18. Wienicke nur noch 19. Damit hat auch Marco Blech jetzt immerhin den 16. Platz wieder, aber es sind noch 7,5 Sekunden bis Daniel Scheuerle, also das wird wahrscheinlich nichts mehr. Und der legt sich weiterhin Peter Neuendorf zurecht. So, davor hat in leichten Schwierigkeiten gewesen Jörg Spindler und Neuendorf kommt da jetzt wieder ran. Spindler hat den Platz mittlerweile an Dönnicke verloren und dieser versucht sich jetzt auch noch den Sascha Kappel zu holen. Jetzt ist da aber erstmal ein Farnbacher Fahrzeug von ganz vorne mittendrin, das ist Julian Dorber. So, wir kennen dann den Niederabklebungen. Schaue sich mal diese Abstände hier mittlerweile an. Also Kranz und Müller, die haben da vorne jetzt aber mal richtig ihren Stempel aufgedrückt. Da Alexander Voss hätte sicherlich hier doch ein ganz gewaltiges Wörtchen mitgeredet. Aber der fährt jetzt auf der 6. Position, nachdem er da von einem überrundeten Fahrzeug getroffen wurde. So, und da quetscht sich Daniel Scheuerle jetzt gerade vorbei. Ja, Scheuerle ist vorbei an Neuendorf. Jetzt könnt ihr ja auch noch versuchen, Jörg Spindler da in die Bredouille zu bringen. Mit dem hat er sich ja die ganze Zeit durchs Feld gefahren. Jetzt können sie in den verbleibenden 2,5 Minuten das noch ausdiskutieren. Die haben natürlich noch deutlich mehr Zeit, denn das Rennen ist natürlich erst zu Ende, wenn der Führende die Zielflagge sieht. Das heißt, die können auch durchaus bei 0-0-0 nochmal über die Linie kommen und müssen trotzdem noch eine Runde fahren. Weiterhin ist Landgraf wieder an Frischkorn dran. Das sehen wir hier, da geht es genauso zur Sache. Scheuerle nicht in Schlagdistanz. Schauen wir mal, was hier Turn 11 und gleich dann Turn 1 und Turn 2 passiert. Versucht das auf der Innenbahn. Er hat es angedeutet, zieht aber zurück. So, neuerlicher Versuch, ganz spät auf der Bremse, knallt rein, aber er schießt ihn nicht ab. Oh, da hat er, glaube ich, gerade selber nicht mitgerechnet, da hätte er sich eigentlich jetzt nebenbremsen können. Und Alexander Voss ist jetzt dran an Felix Kranz, geht da doch noch ein Platz. Ein Platz ist jetzt doch noch möglich für Alexander Voss. Aber den wird Kranz jetzt verteidigen. Der andere Kranz ist jetzt gerade wieder über die Ziellinie gegangen. Oh, das wird knapp. Der muss noch mal rum. Der muss danach noch mal rum. Also er kommt dann mit 10 bis 20 Sekunden noch mal über die Linie. Das heißt, das Rennen geht noch ein Stück. Und das sind natürlich gute Nachrichten für Voss, schlechte für Felix Kranz. Moritz Kranz kann sich nicht erlauben, da jetzt irgendwie zu spielen und langsam zu machen, denn Müller ist ja nicht allzu weit weg. Jetzt also, ist daneben und versucht jetzt zu kreuzen. Alexander Voss, ja, hat mehr Schwung als der BMW und das wird sich ausgehen. Ja, Alexander Voss geht noch auf die 5. Position. Ganz auch jetzt hoffentlich kein Gewaltakt, nein. Und Voss hat untersteuern, aber gewaltig untersteuern in Turn 2. Muss jetzt mehr kämpfen, als es ihm wahrscheinlich lieb sein dürfte. Kann sich aber vorne halten. Jetzt sollte er eigentlich wegziehen können. So, 13 Sekunden vor Schluss geht Moritz Kranz jetzt nochmal über die Linie. Letzte Runde steht an. Müller holt zwar nochmal auf, aber da ist natürlich nichts mehr zu machen. Und René Beitz hat in der Tat Marco Sauper eingeholt.
Die liegen allerdings schon eine Runde zurück. Der Führende ist davor. Den sehen wir hier. Das heißt also, die werden mit die Ersten sein, die gleich die Zielflagge sehen. Mit einer Runde Rückstand. Das heißt, da steht nur noch diese eine Runde auf dem Programm. Und damit hat Beitz jetzt nur noch genau eine Chance, nämlich in der letzten Kurve. Und Waschkowski ist jetzt mittlerweile vorbei an Ulrich, und zwar deutlich vorbei. Ulrich hat jetzt einen Rückstand von 12 Sekunden, hatte eine letzte Rundenzeit von 1,29. Oh, hat der sich etwa mit dem Sprit verkalkuliert? Schauen wir mal auf die Rundenzeiten davor. Ulrich. Oh ja, der hat eine 1,32 und dann eine 1,29 gefahren. Ich glaube, der hat Spritprobleme. Hat jetzt nach hinten noch einen Vorsprung von 15 Sekunden. Das sollte sich also ausgehen, sofern er in das Ziel rollen kann. Ja, Müller holt nochmal auf, aber es wird nichts mehr nutzen. Der Sieger hier beim Saisonauftakt zur GT-Challenge von Virtual Racing e.V. heißt Moritz Kranz. Das ist der erste Sieg für die Bathtube Riders. Also Gratulation an Moritz Kranz, der das Rennen hier erfolgreich absolviert. Zweite Position für Patrick Müller. Marco Sauber hat sich vor René Beitz halten können. Am Ende haben die beiden etwa 0,2 Sekunden getrennt. Das war der Kampf um die siebte Position. Waschkowski ist als Neunter durch. Jetzt warten wir hier auf Julian Dorber. Das dauert ganz lang. Der muss sich hier durch diese Gruppe durchwühlen mit Sascha Kappel. Kappel, Dönnecke hat es nicht mehr geschafft, noch an Kappel vorbeizugehen. Spindler wird dann 13., Neundorf 14. und Daniel Scheuerle 15. Obwohl, da ist noch was los. Das sehen wir da im Hintergrund. Oh. Da werden die Fahrzeuge um die Ecke geschoben. Jetzt nochmal Gratulation an Julian Dorber zum dritten Platz. Vierter wird dann die Juicer. Und dann kommt Alexander Voss. Der Felix Kranz hat den auf die ganze Zeit hier unter Druck gesetzt, aber es reicht dann am Ende nicht mehr. Voss geht als Fünfter rüber, Kranz wird Sechster. Dann also Marco Sauber, Siebter, René Beitz auf der 8, Florian Waschkowski 9. und die Top 10 werden komplettiert durch Martin Ulrich. Noch unterwegs sind Jan Frischkorn und Uli Landgraf. Frischkorn hält sich vorne. Und jetzt warten wir noch auf Daniele Bonaventura, Michael Geisler und als letztes Fahrzeug geht dann Robert Hühner über die Start-Ziellinie. Das also war's. Wir haben jetzt erst einmal alle Fahrzeuge hier im Kasten. Alle sind durch. Also, das war ein durchaus unterhaltsamer Saisonauftakt. Jetzt gibt es eine ganz kleine Pause und dann kommen wir gleich zurück mit den Siegerinterviews.
So, damit werden wir jetzt gleich die Sieger hier interviewen. Ich habe in der Zwischenzeit hier auch noch eine Information bekommen, und zwar, wo sich der Teamname BRM da herleitet. Also das Bathtub Riding Maniacs, das kommt in der Tat auch so aus der Gründerzeit der VR, also ein uralter Teamname, und der hat es hier auch ja, so mehr oder weniger Da zugeschlagen. gibt es Das kann, keinen. also, das kann man also so sagen. Moritz Kranz, also der Gewinner des heutigen Rennens. Herzlichen Glückwunsch, Moritz. Ganz starkes Ding heute. Hättest du damit gerechnet in der ersten Kurve, als vier Ferraris vor dir waren? Nein, eigentlich nicht. Also es war, also die haben den Start taktisch sehr gut gelöst. Ich denke mal, die haben sich über Teamspeak dann abgesprochen, wann es losgeht, und dann sind die auf einmal alle losgefahren, und bis man das realisiert hat, waren sie vorbei. Und dann habe ich mir erstmal, ja gut, der Alex hatte in der Quali eine Pace vorgelegt, die konnte ich nicht gehen. Und dann habe ich den Julian konnte ich relativ schnell schnappen und habe mich dann erstmal hinter Danny einsortiert und mal dann ja abgewartet, was das Rennen so mit sich bringt. Ja, wir haben in der Anfangsphase eine relativ interessante Situation gehabt. Mal warst du sehr dicht am Danny Juicer dran. Dann ist der dir plötzlich weggefahren und hat Druck auf Patrick Muller gemacht. Dann wart ihr alle drei zusammen. Wie kam es da zu diesen unterschiedlichen Konstellationen? Ich denke mal, das war dann einfach kleine individuelle Fahrfehler. Man hat so ein bisschen Dirty Air, wenn man sehr dicht hinten auffährt, und dann gibt es ja die schnelle links hoch zu Corkscrew, und wenn man da halt einen Tick zu dicht aufgefahren ist, untersteuert man ein bisschen raus und dann verliert man da die Gerade hoch ein bisschen Zeit, und das hat sich dann immer wieder hin und her geschoben. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das da der Grund war. Ja, du hattest einen blitzschnellen Boxenstopp. Du hast da ja den Patrick Muller, glaube ich, bekommen. Und fast hättest du noch den Alexander Voss erwischt. Hatte das irgendwie mit dem Spritverbrauch zu tun oder hattest du noch eine spezielle Taktik? Also wir haben, ich denke mal, die anderen haben auch nicht aufgetankt. Also der Gewichtsnachteil ist hier relativ gering, wenn man mit einem vollen Tank fährt. Deswegen fährt man eigentlich, packt man das Auto am Anfang voll und fährt durch. Und da man halt hier separat tankt und Reifen wechselt, verliert man halt sonst relativ viel Zeit beim Tanken. Ja, ich habe halt gemerkt, meine Reifen bauen ein bisschen ab, und als ich gemerkt habe oder mitbekommen habe, dass die noch eine Runde fahren, habe ich mich entschieden, in die Box zu fahren, und dann halt in der nächsten freien Runde, die ich dann hatte mit den frischen Reifen, konnte ich halt dann relativ viel Zeit gut machen und mir so den Patrick holen. Und der Alex ist ja dann 2 Runden später reingekommen. Den hätte ich eigentlich auch gehabt, nur da gab es dann noch ein Zusammenkommen mit dem Herrn Diekenbrock, für das ich mich auch noch mal entschuldigen möchte. Das war keine Absicht. Ich habe den da abgeschossen. Einfach, ich denke mal, die Rückspiegel, man sieht relativ schlecht den Rückspiegel, wie nah die Fahrzeuge hinten dran sind. Und ich klebte ihm, oder ich hing eigentlich an der Stoßstange von ihm, und er dachte, oder es sah wohl so aus, dass ich noch weiter weg bin, und dann hat er gebremst, damit ich hier hinten aufgefahren. Dann ist er abgeflogen, tut mir leid, war echt keine Absicht. Ja, das hat mich halt auch ein bisschen Zeit dann gekostet, und das war dann, dem Moment ist dann die Taktik nicht ganz aufgegangen, weil sonst hätte ich den Alex dann auch noch gehabt. Ja, und dann also, ja, blieb der Zweikampf zurück. Du gegen Patrick, wie nervenaufreibend war das? Es ging, also das liegt jetzt nicht an dem Patrick, sondern ich habe halt gemerkt, als ich hinter Danny war, dass das Überholen hier unheimlich schwer ist. Und wenn man sich in den richtigen Kurven richtig positioniert, dass dann eigentlich kein Vorbeikommen ist. Der Ferrari hat einen leichten Topspeed-Vorteil, weil er mehr Leistung hat. Aber ich konnte ihn halt auf der Stazierkran immer weit genug weghalten, sodass eigentlich nur noch runterfahren war. Also die Runde runterfahren und dann fertig. Ja, dann also danke für dein Statement hier bei der Pressekonferenz und dann viel Erfolg für die nächsten Rennen. Dankeschön. Dann kommen wir zum Zweitplatzierten Patrick Muller, also auf 2 gestartet, auf 2 ins Ziel gekommen. Allerdings war das Rennen, glaube ich, unterhaltsamer, als dieses Ergebnis das Ganze ja, darstellen lässt. Bist du zufrieden mit der Leistung heute? Mit meiner Leistung schon, mit dem Rennen an sich nicht. Weil, ja gut, also wie Moritz schon mich in der Box gecasht hat wegen einer Runde, es war schon nicht schlecht. Aber ich fühlte, dass ich eigentlich trotzdem noch rankommen kann, weil die Reifen eigentlich super waren dann. Und dann kam das wegen den ganzen Überrundenden für mich unverständlich, wenn drei Führende hintereinander ankommen, dass der einfach nicht warten kann vor der Kurve und dann den ersten rausschießt.
So war es dann, dass der Alex eben nicht mehr vorne dabei war und nur noch hieß Moritz und mich. Na gut, dann hatte ich eigentlich richtig Wut im Bauch wegen sowas und habe dann so richtig gepusht, was ging. Hab gehofft, dass da Moritz irgendwann seine Reifen mal nachlassen, aber aus jeder Kurve ist der quer raus. Es war einfach schön anzusehen und es war richtig schönes Race. Ich habe gepusht ohne Ende. Na gut, dann kam es auch bei mir, dass zweimal wegen Überrunden mir einer rein ist und einfach nicht abbremsen konnte und meinte, er muss mit mir ja, ein Rennen fahren oder Kopf an Kopf. Und dann ist mir auch noch zum Schluss, wer war das? Der Jörg Pfeiffer rein, dass meine vordere gelbe Seite, vordere rechte Seite gelb war und somit habe ich mich dann in der ersten Kurve nach Start-Ziel verbremst, bin dann rechts raus. Ja, und dann war es eigentlich gelaufen für Moritz. Aber ich habe halt deswegen Hals, weil der Moritz einfach nur Glück hatte beim Überrunden und so eigentlich zu seinem sicheren Sieg kam. Ja, das ist ja, das Glück des Tüchtigen gehört dann natürlich immer dazu. Wir hatten diese Szene da gesehen. Wie laut war denn der Schrei im Teamfunk, als der Alexander Voss da umgedreht wurde? Und der Alex war eigentlich relativ ruhig. Er hat nur gesagt, so ein Depp. ja, wie gesagt, finde ich unverständlich, warum man da nicht einfach, der hat nur auf der Bremse bleiben müssen, alle drei wären vorbei, aber nee, er schiebt da schön rein. Ja gut, dann hieß es einfach nur noch, wie sagt man, ja, Schadensbegrenzung. Das ist uns ja gut gelungen. Alle vier in den Top 5, eigentlich super Platzierung. Super Teamwertung, eigentlich kann man super zufrieden sein. Ja, also da kommen noch genug Rennen, wo wir das wieder aufholen können. Also Patrick Muller, dann danke auch für dein Statement und viel Erfolg für die nächsten Rennen. Danke. So, ja, und dann also noch der Teamkollege Julian Dorber, heute Dritter geworden. Also Gratulation zum Podiumsplatz. In der ersten Kurve noch schön am Moritz Kranz vorbeigekommen und ja, dann durch andere Teamkollegen zurückgefallen. Erstmal die Frage: Wolltest du eigentlich Dritter werden oder hättest du es doch lieber gehabt, wenn deine Teamkollegen da vorne mit um den Sieg gekämpft hätten? Ja, das Teamergebnis, das war ja super. Also ich hätte schon lieber gehabt, wenn die anderen beiden vor mir gewesen wären, aber gut, vom Anfang an war mir eigentlich klar, dass ich die vier da vorne nicht angreifen kann, aus eigener Kraft. Dann habe ich gedacht, ja komm, mal schauen, was im Rennen so passiert. Und jede Position mitgenommen. Also ich hätte ihn auch nicht vorbeigelassen, wenn er noch angekommen wäre. Ja, also kannst da du ja wahrscheinlich zu deinem Rennen gar nicht so viel zu sagen hast. Du bist ja, glaube ich, die ganze Zeit alleine gefahren. Kannst du uns noch erzählen, was denn da bei Danny Juicer in der Boxengasse passiert ist? Warum hat er so lange gestanden? Er musste den Schaden reparieren, deswegen hat das etwas länger gedauert. Hatte er das denn geplant oder war das ein Versehen? Nee, er hat irgendwo die Mauer berührt und er sagte, dass der Schaden halt so groß wäre, dass er reparieren müsste. Ja gut, musste er entscheiden. Da konnte ich nicht viel zu sagen, weil ich mit meinem Rennen beschäftigt war. Ja gut, ist das erste Rennen als Erfahrung mitnehmen und dann mal schauen, was so weiterläuft. Ja, kannst du zu deinem Rennen noch was sagen oder war es in der Tat die ganze Zeit alleine? Ja, nach hinten war eigentlich immer Luft, also den Vorsprung konnte ich immer gut halten und kontrollieren. Nach vorne hin ging nichts. Vielleicht durch Überrundung hätte ich mehr Einsatz gezeigt, dann wäre vielleicht ein bisschen was gegangen, aber sonst eigentlich nicht. Also für mich war es eigentlich relativ entspannt. Ja, dann also auch danke an dich und dann viel Erfolg für die kommenden Läufe. Danke. Ja, das war's also von der heutigen Übertragung. Das war hier ein munterer Saisonauftakt der GT Challenge von Virtual Racing e.V. Also, wir werden noch den ein oder anderen Favoriten dann beim nächsten Mal dabei haben. Wir drücken natürlich Johannes Scheuerle die Daumen, dass er dann zum nächsten Rennen ein bisschen mehr Glück hat als heute. Dann haben wir noch einen Sascha Ja. Lestrange, der hier in diese Meisterschaft eingreifen wird. Also, das geht richtig munter weiter. In 2 Wochen steht dann das nächste Rennen auf dem Programm. Das ist am 6.3. auf dem Fuji Speedway. Da wird auch das Überholen dann ein bisschen leichter sein. Da gibt es nämlich eine elendig lange Gerade.
Und da dürfen wir uns also einiges an Action versprechen. Für heute soll es das gewesen sein. Heiko Stritzke sagt danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.